Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Der Autor hat diesem Hörspiel folgendes Vorwort vorangestellt. In der letzten Szene des Hörspiels kommt eine Buchkritik vor, die ich in der kritischen Schreibart wenig erfahren, ohne Anleihen bei bekanntesten Kritikern nicht hätte schreiben können. Für diese Anleihen bin ich den Kollegen Kritikern zu herzlichem Dank verpflichtet. Gesagt, Mutter. Mutter? Nenn mich doch auch gleich Clara, wie deine Frau. Ach, Mama. Es war dein Wunsch, dein Befehl war es, dass bitte dich weder Mutter noch Mama nennen darf. Was bleibt dir denn da anders über als Clara? Könnte ja Frau Krübel sagen. Sie ist Amerikanerin, Mama. Wem sagst du das? Könnte sie diese Gitarrenstunden nicht oben geben? Wo denn, im Schlafzimmer? Nein, in der Halle. Du meinst im Treppenhaus. Abgesehen davon, dass das im Winter zu kalt dass wird. Dass die im Winter noch Gitarre gibt, glaubst du doch wohl selber nicht. Bitte sag mir, ist sie bei irgendetwas, was sie angefangen hat, geblieben? Bei mir? Kunststück. So einen findet sie auch nicht mehr. Zurzeit leben wir von dem, was sie verdient, Mama. Nein. Ja? Nein, dann nimm das zurück. Psst. Mama, wir stören den Unterricht. Büro für Auskunft und Wissen Friedrichshafen. Hier spricht Fritz Färber. Guten Tag, Herr Doktor. Sie möchten sicher Herrn Krübel persönlich sprechen. Zufällig ist er da. Und wenn Sie es ihm nicht verraten, Herr Doktor, ich weiß, dass er ein großer Verehrer ist von Ihnen. Moment, ich verbinde. Färber. Wer ist denn das? Mein Gott, Tassilo, der Schriftsteller. Ich kenne ihn nicht. Herr Dr. Färber? Sind Sie es wirklich selbst? Ja. Spreche ich mit Herrn Krübel? Ja? Ich muss Sie um Ihren Besuch bitten. Ja, wann würden das am besten passen, Herr Doktor? Nein. Oh, dann muss ich doch zuerst meine Sekretärin fragen. Moment bitte. Clara? Ist heute noch was? 18.30 Uhr, Rorschach. 18.30 Uhr, Rorschach. Herr Doktor, ich bin um 18.30 Uhr in Rorschach verabredet. Liegt Wasserburg ja praktisch am Weg. Ja, eben. Also bis gleich. Ja, bis gleich. Färber. Fritz Färber, Tassilo. Ich sag ja immer, lies gute Literatur. Du weißt nie, wenn du es brauchen kannst. Aber nein, du musst ja diese Krimis fressen, diese amerikanischen. Ja, seitdem ich mit Biddy verheiratet bin, interessiert mich eben amerikanische Literatur. Nicht nur Krimis. Was ist denn dran so schlimm? Dass du nicht einmal den Namen Fritz Färber kennst. Gut, du hast dich geweidet, Mama, jetzt hilf mir weiter. Ja, 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 also, sein letztes Buch hieß Zikkurat. Wie? Zikkurat, mein Gott, Tassilo, ich weiß nicht, wie das noch gehen soll. Dir fehlt einfach alles. Zikkurat war doch der höchste der Türme, die Nebukadnezar in Babylon bauen ließ. 90 Meter hoch. Färbers Buch spielt in Manhattan. Ah, verstehe. Es ist der Roman einer Liebe, Tassilo, und der Eifersucht. Ein 54-Jähriger lässt seine Frau in Europa, fliegt mit einer 35-Jährigen nach Manhattan. Dort betrügt die 35-Jährige den 54-Jährigen mit einem 31-Jährigen. Der 54-Jährige versucht, seinen Schmerz mit einer 39-Jährigen zu lindern. Frage, wie alt ist die zuerst verlassene Ehefrau, wenn sie doppelt so alt ist wie die addierte Quersumme der beiden jüngeren Frauen? Tassilo. Ich hoffe nur, du musst es nie büßen, dass du dem Leiden so hochmütig und so ablehnend begegnest. Herr Färber ist ein großer Leidender, Tassilo. Darum ruft er mich, Mama. Bitte, Tassilo, nicht so leichtfertig. Nicht dieser oberflächliche Ton. Wenn du Fritz Färber auch nur im geringsten helfen könntest. Mein Gott, Junge.
Das würde mich zum ersten Mal mit der unangenehmen Tätigkeit, der du jetzt nachgehst, versöhnen. Spieglei, blöde Sache, blöde. Ich spiele die Sache verstanden. Who's here? Sie schon der Herr Grübel, gell? Ja, ja, bitte, nur keine Angst. Don't nix wieder, wenn ich dabei. Meme, spring sie blöd. Hast wieder Zwinger auf dort. Nunzia, du bist selber eine Rindviehblöde. Kommen Sie, Herr Grübel. Wenn Nunzia Ihnen freies Geleit anbietet, haben Sie nichts zu fürchten. Bitte. Vielleicht setzen wir uns besser hinein. Danke. Das Panorama bleibt Ihnen erhalten. Wenn Sie in diesem Haus sehen und sind es nicht sehen wollen, müssen Sie sich schon auf den Bauch legen und das Gesicht auf den Boden pressen. Aber vielleicht setzen Sie sich deshalb besser. Danke. Zeigen Sie auch die Flasche, aus der ich Ihnen etwas einschenken darf. Na ja, da. Gin. Ja, bitte. Und Tonic. Na schön. Da schließe ich mich an. Also, passen Sie auf. Sie sitzen gut, ja? Gut, sehr gut, danke. Ich habe noch nie mit einem Privatdetektiv zu tun gehabt. Ich finde es ärgerlich, dass ich jetzt mit einem zu tun haben muss. Dass es die gibt, weiß ich von Frau von Nufflings. Sie wissen, die manchmal nach langen Augen kommt. Ja, ja. Sie hat geschwärmt von Ihnen. Ich musste ihr versprechen, in meine Telefonnotizen unter P das Wort Privatdetektiv und ihre Telefonnummer zu schreiben. Ach, das hätte ich vielleicht längst vergessen, wenn sie mir das nicht in Manhattan gesagt hätte. Ja, das glaube ich. So. Ich beginne mit dem Sommer vor 7 Jahren, als mein letztes Buch erschien. Tikkurat? Ja. Seitdem ist ja nichts mehr erschienen. 7 Jahre, Herr, richtig. Mein Namensgedächtnis war nie sehr gut. Das ist eines der wenigen Dinge, die bei mir nicht vom Älterwerden kommen. 7 Jahre kein Buch, Herr Grübel. Das ist eine lange Zeit für einen Schriftsteller in meiner Mutter. Die Abstände von Buch zu Buch werden nämlich immer größer. Ich sehe voraus, dass ich das nächste Buch einmal nicht mehr erreichen werde. Ja, keine Sorge, dass ich nur von meinem Alter sprechen werde. Ich weiß, wie lächerlich es ist, wenn ein Alter nur von seinem Alter spricht. Also, vor 7 Jahren, es war ein starker Sommer, erinnern Sie sich? Der höchste Wasserstand seit 100 Jahren, der See war rammvoll. Aber er lief nicht über. Das ist das Freche an diesem See. Das Attraktive geradezu. Prallvoll. Aber er läuft nicht über. Sie sind nicht von hier. Nicht immer hier gewesen. Ich also. Glaub, das so ein Sommer war das. Nun traf als eine Fotografin aus München. Dass er aus dieser Gegend stammt, kam sie hieran in einer Art Erregung, die ich erst später begriff. Geschickt war sie vom Verlag. Die wollten neue Bilder, anlässlich des neuen Buches. Mhm. Ich wollte keine neuen Bilder, das hatte ich denen gesagt. Was soll ich jedes Jahr mit neuen Bildern? Das Schlimmste ist einfach das Fotografiertwerden. Wenn ich diese schwarze Drohung auf mich gerichtet sehe, stehe ich noch genauso dumm da wie vor 30 Jahren. Nein, dümmer, ängstlicher, hilfloser. Das akkumuliert sich nämlich. Jedes Fotografiertwerden ist nicht nur ein bisschen schlimmer als das vorherige, sondern unendlich viel schlimmer.
Ihr Gesicht wird dabei so gefühllos wie das Zahnfleisch, wenn der Zahnarzt Ihnen an vier Stellen hineinspritzt, um einen Zahn zu ziehen. Ich will damit sagen, dass ich mich nicht danach dränge, fotografiert zu werden. Verstehen Sie das? Ja, ja, doch. Das verstehe ich ja doch. Ich danke Ihnen. Die kam also. Unangemeldet. Mit Döschwur und Gerät, geht durch die Hunde durch wie die Juden durchs Rote Meer, hebt die Arme ein klein wenig an, als habe sie um die noch am ehesten Angst, setzt ihr Zeug ab und sagt: So, Herr Doktor, wo machen es wir zwei miteinander? So, Herr Doktor, wo machen es wir zwei jetzt miteinander? Ich höre natürlich gleich, dass sie von hier ist. Sie schaut sich schon prüfend um. Ich sage, ich denke nicht daran, mich schon wieder fotografieren zu lassen. Ich denke nicht daran, mich schon wieder fotografieren zu lassen. Gehen wir doch mal auf die Südseite Ihres schönen Hauses. Ich mag das selig so gern. Sie können ja nicht wissen, dass ich aus Bösenreuthin bin. Kennen Sie Bösenreuthin? Ich sage, dass ich es nicht kenne. Naja, kann man nichts machen. Sie sind halt nicht von hier. Bösenreuthin liegt gleich hinter Lindau droben. Es liegt schön, Herr Doktor. Plötzlich rief sie. Ha, genau. Immer nur der Alte. Von Bösenreuthin aus hat man doch mehr seine Morgenseite. Sie sehen ihn ja hier schon fast zentral. Den Sentis meine ich. Haben Sie es auch schon bemerkt, dass er keine Stunde lang gleich weit weg ist? Das Wetter schiebt ihn ja ununterbrochen weg und her und wieder weg, den Koloss. Manchmal löst er sich doch wirklich auf im Ferndunst. Und dann, plötzlich steht er wieder dunstlos, direkt und nackt vorm Fenster. Als wäre überhaupt kein Bodensee dazwischen. Bei Föhn, meinen Sie? Bei Föhn, meinen Sie? Sagte ich, um auch etwas Kennerschaft zu verraten. Bei Föhn. Bei Föhn ist mein Vater stundenlang durch Haus und Hof gerannt, immer mit derselben Zeile. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Wem der Föhn was ausmacht, der lebt falsch, hat mein Vater gesagt. Macht Ihnen der Föhn was aus? Er bringt mich schier um. Dann leben Sie falsch. Ihr. Ihr tragen auch nicht. Kriegst sofort Migräne. Später sagte sie einmal, der Sentis habe ich von Anfang an gezeigt. Jeder steht allein. Naja. Das war sehr viel später. Jetzt setzte sie mich zuerst an den Terrassenrand. Dann ging es los. Erstaunlich, was das Seelicht aus Ihrem Gesicht macht. Sind Sie deshalb hierher gezogen? Verstehen Sie, Herr Doktor, der Wind haut die Oberfläche des Sees auf, vervielfacht dadurch die Wasseroberfläche. Und diese unendlich vielfältige Wasseroberfläche macht aus dem Sonnenlicht das radikalste Licht überhaupt. Grünes Feuer. Entweder zermatscht es ein Gesicht oder es zündet ein Gesicht an, dass es herauskommt, dass es erscheint. Verstehen Sie? Und das Ihre, Herr Doktor, kommt heraus. Es erscheint. Wahnsinnig, wie Ihr Gesicht herauskommt. Diesem sprühenden, grünfeurigen Licht. So redete sie. Ich dachte, du bist zwar schon ein bisschen raffinierter als deine Vorgänger und Vorgängerinnen, aber bei mir bist du einfach an der falschen Adresse mit deinem Sentis bla bla und Licht bla bla bla. Ich sagte, solange sie glaube, ich lasse mich fotografieren, könne es zwischen uns nur zu Missverständnissen kommen. Sie stand vor mir, ließ sich plötzlich auf die Knie nieder und legte ihre Hände flach auf ihre Oberschenkel. Jetzt studierte sie mich überhaupt nicht mehr. Die Augen waren plötzlich ganz rund, ganz groß. Sie haben recht. Ich könnte sie gar nicht fotografieren. Dabei habe ich mir so gewünscht. Ich habe fast nur schlechte Fotos von Ihnen gesehen. Von Ihnen gibt es praktisch nur miserable Fotos. Das wissen Sie ja selber.
Sie gehören wirklich mal fotografiert, nicht nur geknipst. Deshalb war ich froh, als die mich anriefen. Aber jetzt? Um nichts in der Welt würde ich Sie jetzt noch fotografieren. Die könnten mir 9.000 Mark bieten, Herr Doktor, ich würde es nicht tun. Ich würde es einfach nicht wagen. Ich hätte Angst. Mein Gott, hätte ich eine Angst. Also keine Sorge, Sie sind vor mir sicher. Ein solches Gesicht zu fotografieren, Herr Doktor, soweit bin ich einfach noch nicht. Das sehe ich. Ist das nicht gemein? Da sehnt man sich jahrelang nach etwas, dann sieht es so aus, dass es in Erfüllung gehen könnte. Da kann man nicht, weil man eine Flasche ist. Weil man sich nichts zutraut. Weil man sich mit Recht nichts zutraut. Das Einzige, was einen von anderen Flaschen unterscheidet, ist, dass man weiß, dass man eine ist. Ich hielt das immer noch für eine besonders unheimliche Methode. Aber ein bisschen gerührt war ich schon, das muss ich gestehen. Nicht, weil sie so oft gesagt hatte, ich sehe so gut aus und sei praktisch im Grunde wert fotografiert worden, sondern weil sie sich selber so herabsetzte. Das war doch mehr als Mache. Das waren Skrupel. Und Skrupel interessieren mich. Professionell. Naja. Der Rest gehört nicht hierher. Sie blieb bei mir. Sie wurde in diesen 7 Jahren die bekannte Fotografin Gertrud Hotz. Ach, die ist... Das ist meine... war meine Gertrud. Ah, ja. Ich habe in diesen 7 Jahren kein Buch geschrieben. Nichts veröffentlicht. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich habe wahrscheinlich nur gelebt. Das geht Sie nichts an. Ich mache jetzt einen Sprung. Der Kerl, der junge Mann, der Sie mitgenommen hat, der, mit dem Sie das Haus verließ, ist ein Kollege von mir, Peter Streich. Kennen Sie ihn? Nee, nie gehört. Er ist sehr jung. Er hat mir seit Jahren seine Manuskripte ins Haus geschickt. Sie haben mir gefallen. Naja. Naja. Doch. Herzlich begabt, würde ich sagen. Wenn auch... Ach, was geht das nicht an? Ich habe bei einem anderen nicht das Recht zu sagen, was ich anders machen würde, sondern die Pflicht hervorzuheben, was mir gefällt. Ich weiß doch noch, wie das ist, wenn man keinen hat, der einem etwas Angenehmes glaubhaft sagt. Aber auch Zustimmung muss dosiert werden. Also nimmt man sich vor, durch die Art der Zustimmung doch so etwas wie die halbe Wahrheit wenigstens halb zu sagen. Die ganze Wahrheit wäre, dass dieser junge Mann nicht nötig wäre. Mindestens so wenig wie man selber. Aber wenn der dann da sitzt, blass und am reich fallenden Haar, blass hinter einem schwarzen Bärtchen, mit unsicheren Fingern, aber prallen Hosen, aber unfesten Knien, dann sagt man nicht nur die Hälfte von der Hälfte nicht, nicht einmal ein Viertel vom Viertel, sondern das pure Gegenteil. Warum, weiß man auch nicht. Verzauberung. Oder ist man nur befangen, weil deren jeden Brief unverschämt direkt mitteilte, dass er einen ziemlich bewundere? Oder will man sich einschmeicheln bei diesem jungen Haarbesitzer, Bärtchenträger? Oder redet man so, weil Gertrud dabei sitzt? Will man ihr beweisen, dass man die Konkurrenz dieses Jungen nicht fürchtet? Will man ihn ihr zutreiben? Oder sie ihm? Ja, horch, wie ich ihn lobe. Wie ich übertreibe. Nein, ich übertreibe nicht. Ich beweise jetzt, das ist der beste junge Schriftsteller der letzten 10, der letzten 20, der letzten 30 Jahre. So, genügt es jetzt. Bist du jetzt ganz hin oder muss ich noch dicker auftragen? Dieser junge Mann hörte sich das alles an, als sei es noch viel zu wenig. Als müsse die Welt 10 solche wie mich schicken.
Und Sie müssten ihm 100-mal erschütterndere Komplimente machen, bis er seine abgründige Trauer auch nur um eine schwere Einheit lüfte. Oder lüfte. Ich weiß es nicht. Also steigert man sich jetzt in eine reine, das heißt von nichts mehr als von sich selbst angeregte Begeisterung hinein. Das alles, was ich jetzt noch sagte, mir eingefallen war, fiel nicht auf. Ihr auch nicht. Beide schienen am Ende einer nachmittaglangen, mich selbst einigermaßen erschöpfenden Rede in einer fast schon gemeinsamen Stimmung zu sein. Düster, immer noch. Beide. Aber nicht mehr nur tragisch. Sie sahen einander an. Ich störte. Ich kann mir nicht die Zeit ein wenig raffen sagen, dass sie dann nachts Händchen haltend, Hüften reibend miteinander das Haus verließen, an den Gertruds Porsche davonfuhren. Den hatte sie von ihren Honoraren bezahlt. Sie ist keine Diebin. Seinem Gesicht war gegen Ende anzusehen, dass er sich jetzt für ein Genie hielt. Das habe ich, darf ich sagen, erreicht. Das war gestern, Herr. Wie war Ihr Name? Bitte? Ach so, Grübel. Ich kann denen nicht nachspionieren, Herr Grübel. Ich bin nicht jung genug, um mit dem Selbstmördergesicht vor dem Fenster dieses Herrn auf und ab zu gehen. Aber ich muss wissen, wie und was. Alles. Verstehen Sie, Herr Grübel? Sie sind solche Aufträge gewöhnt. Das ist Ihr Job. Hier. Seine Adresse in Oberwulding. Und ich will nicht noch alles wissen. Ich will Gertrud zurück, damit Sie klar sehen. Ich bin 62. Für mich zählt jeder Tag. Sie bekommen für jeden Tag 100 Mark. Und für den Tag, an dem Gertrud zurückkehrt, 5000. Im ersten Monat. 2000 im zweiten Monat, 1000 im dritten. Wenn sie später als nach 3 Monaten zurückkommt, kriegen sie nichts mehr dafür. Für länger als 3 Monate gilt auch mein Auftrag nicht. Länger als 3 Monate würde ich ohne Gertrud nicht überdauern können. Ich weiß, dass Sie sie nicht morgen bringen können. Finden Sie heraus, wenn er genug von ihr hat. Dann müssen Sie eingreifen. Herr Grübel. Also Namen, das muss ich Ihnen jetzt doch einmal sagen. Um Namen zu vergessen, hätte ich nicht 60 werden müssen. Ich habe mir Namen nie merken können. Nicht mit 30. Wahrscheinlich, weil Sie so nichtssagend sind. Wenn Sie nicht, Herr... Grübel. Grübel. Also mit Ihnen habe ich es besonders schwer. Bitte... Setzen Sie alles ein, was Ihnen dienlich scheint. Auslagen in jeder Höhe werden ersetzt. Ich will täglich einen Bericht, einen genauen. Ich will alles wissen, Herr Grübel. Alles. Auch das, was Sie für nebensächlich halten könnten. Und am liebsten schriftlich. Aber wenn es sein muss, bitte kommen Sie. Nunzia wird Sie jederzeit hereinlassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, das dürfte nicht besonders schwierig werden, Herr Doktor. So wie die Sache jetzt liegt, hier Sie, da der, also bitte, keine Sorge, Herr Doktor. Das ist einer der harmlosesten Fälle in meiner ganzen bisherigen Praxis. Seien Sie guter Dinge, Herr Doktor. Ich danke Ihnen, mein Herr. Ganz meinerseits, Herr. Nun tja, Herr... Grübel. Will gehen. Heute läuft's aber. Ist gelaufen, Mama. So. Jetzt hör zu, Mama. Du als Färberleserin. Weißt du, ich kann Ihnen das so abliefern.
Erster Bericht von Tassilo S. Grübel für Herrn Dr. Fritz Färber, Schriftsteller Wasserburg am Bodensee. Abseits der Hauptstraße, die von der Bundesstraße 31 abzweigt und durch Oberulding nach Salem und weiter nach Pfullendorf führt, abseits auch einer dörflichen Nebenstraße, von ihr noch durch einen kleinen Bach getrennt, an der Nebenstraße einer Nebenstraße also, liegt ein altes Bauernhaus. Das alemannische Bauernhaus in seiner kleinsten, putzigsten Version, könnte man sagen. Der Verputz löst sich in größeren Platten ab, die eine Zeit lang 1 bis 2 Zentimeter von der Ziegelwand abstehen, dann zu Boden fallen und dabei zerbrechen. Jetzt sieht man vor allem die blassen Ziegel und die zerfurchten Balken. Manchen der blassen Ziegel scheinen graue Bärte gewachsen zu sein. Wie? Manchen der blassen Ziegel scheinen graue Bärte gewachsen zu sein. Alles Mögliche blüht wild empor. Vor allem die Palmkätzchenruten schwingen sich von der Hauswand in die Höhe bis hinauf zum Giebel. Den größten Teil des Luftraums vor dieser Südseite nimmt aber doch ein voll erblühter Apfelbaum ein. Schön. Der rote Porsche vor diesem Jammerhäuschen sieht aus, als sei die Gegenwart zu Besuch bei der Vergangenheit. Jetzt werden in unserem kleinen alten Bauernhaus zum ersten Mal an diesem Tag die Vorhänge aufgezogen. Die Fenster nach Süden werden geöffnet. Ein junger Mann mit Bärtchen, zweifellos Peter Streich, und ein Mädchen, wahrscheinlich Gertrud Hotz, lehnen sich, weil es das Fenster nicht anders zulässt, mehr übereinander als nebeneinander heraus und lassen sich die Abendsonne zugutekommen. Sie liegt ihm unterm Arm. Plötzlich macht sie eine jähe Bewegung. Sie streckt die Hand aus. Offenbar zeigt sie dem jungen Mann etwas. Er folgt ihrer zeigenden Hand. Beide schauen hinüber in das weit nach Westen ausschwingende Sentis-Massiv, das jetzt im Licht der Abendsonne aussieht, als glühe es. Sie redet eine Zeit lang ganz leidenschaftlich, offenbar über den Sentis. Dann schweigen beide. Sie sehen jetzt aus wie zusammengeschmolzen und, Komma, vielleicht dank des Abendsonnenscheins, Komma, etwas indianisch. Punkt. Was meinst du, Mama? Du meinst, dass er das alles so wissen will. Ich will alles wissen, hat er gesagt. Verstehen Sie, Herr Grübel? Alles. Auch das, was für Sie nebensächlich erscheinen könnte. Ja, dann natürlich. Dann will er es ja so. Gut, dann bringe ich es ihm. Ist es nicht schrecklich, dass er schon wieder so leiden muss? Halt Hudler, wenn am Sterben geht, gell? Ah, ist der Herr Grübel. Moment, ja. Aber wenn ich den Doktor schwätzen werde, ist nicht da. Ach, der ist weg. Ist in sein Arbeitszimmer im Reitin, ah, der Doktor. Moment, ich gebe an. So, wer sind Sie? Dr. Färber. Ach so, ja, da müssen Sie ganz auf, der hat sein Auge beschlagen, Mann, da. Danke. Bitte. Ach, Sie sind das, Herr Grübel. Ich weiß, Herr Grübel. Wenn Sie sich auf einer dieser Marktbastüre setzen wollen. Komfort gibt es ja nicht. Da führt durch das einzige Fenster einen Sentisblick. Schauen Sie. Der kann sich sehen lassen. Bei Gott, Herr Doktor. Die Morgenseite. Von hier aus etwa hat ihn Gertrud gesehen. Als Kind.
Sie ist, müssen Sie wissen, im bösen Reutlin aufgewachsen. Gleich hier unter mir. Von hier aus begreift man auch besser ihren Eindruck. Das Talent, das ich ihr von Kindheit an gezeigt habe, jeder steht allein. Was haben Sie zu berichten? Ja, ich habe das Ganze aufgeschrieben, Herr Doktor. Ja, bitte, geben Sie her. Bitte schön. Wenn ich Fragen habe, rufe ich Sie an. Bitte, jederzeit, Herr Doktor. Ich wäre lieber allein bei der Lektüre. Ja, selbstverständlich. Gut, wiederschauen, Herr Doktor. Hallo? Ich heiße Grübel. Ja und? Sie haben ja unheimlich was geschafft in den paar Tagen, in denen Sie hier sind. Mich wundert, dass Sie das alles allein machen. Ist der Streich krank? Er ist Schriftsteller. Ich weiß. Haben Sie was zu verkaufen? Nein, ich komme von Herrn Dr. Färber. Sie sind Rechtsanwalt. So was Ähnliches. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich werde bezahlt. Sollen Sie auf mich einreden? Sie beobachten. Spionieren. Ja, wenn Sie glauben, es nicht anders bezeichnen zu können, bitte. Bitte gehen Sie, bevor Peter rauskommt. Er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass sich jemand zu sowas hergibt. Verstehen Sie, ich weiß, dass man alles Mögliche tun muss, um sein Geld zu verdienen. Peter ist da völlig kompromisslos. Sie bleiben also noch bei ihm? Noch? Sie sind gut. Wir heiraten. Um Gottes Willen. Er ist so empfindlich gegen alles, was Färber betrifft. Er ist der Meinung, Färber habe mich 7 Jahre lang missbraucht. Ja, und kann man das wirklich sagen? Ich glaub's bald selber. Also, wenn Peter herauskommt und sie hier findet, garantiere ich für nichts. Heute ist es besonders schlimm, heute. Ja, was ist heute? Bitte gehen Sie doch. Sagen Sie, ist er krank? Vielleicht. Oft hat er völlig unerträgliche Nackenschmerzen. Direkt hier. Aha. Am zentralen Nervensystem, sagt er. Bei der geringsten Bewegung des Kopfes könnte er schreien. Es bleibt ihm dann nichts übrig, als völlig reglos dazuliegen. Ja, vielleicht hat er einen Zug abbekommen. Sie haben ja tagelang Fenster und Türen offen gehabt. Das war auch nötig. Peter, du bist hier auf. Du bist überrascht, Gertrud. Was ist denn? Ach, lass nur, es geht schon. Wer ist denn dieser Herr? Er will gerade gehen. Ja, das stimmt. Wollten Sie zu mir? Nein, wirklich nicht. Zu wem denn dann? Zu mir auch nicht. Das war ein Irrtum. Falsche Hausnummer. Moment, Gertrud, Moment. Das gefällt mir aber gar nicht. Wer schickt Sie? Herr Dr. Färber. Ach, da siehst du es, Gertrud. So jemanden schickt man doch nicht einfach fort. Gertrud! Wie geht's denn Herrn Färber jetzt? Wie ist das Wertebefinden? Ja, ich weiß nicht. Er leidet, glaube ich. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie war Ihr Name? Grübel. Streich. Angenehm. Ganz meinerseits. Ja, Gertrud, biete was an. Auch auf dem Lande weiß man einen Gast zu empfangen. Ein Glas Weißherz vielleicht? Ja, gern, danke. Mir auch. Und Gertrud, dir auch. Heute feiern wir mit Herrn... Ich habe wieder nicht aufgepasst. Sie müssen wirklich entschuldigen, Herr... Grübel. Herr Grübel. Das ist schon eine echte Untugend bei mir. Tja, das ist ein Laster. Jemand sagt mir seinen Namen, ich sage meinen und schon weiß ich seinen nicht mehr. Und weil ich nicht aufpasse. Das ist eine Form von Unhöflichkeit, die ich hasse. Also wenn ich einem meinen Namen sage und keine 2 Minuten später weiß der den nicht mehr. Gertrud, was mache ich mit so einem? Du bringst Schnumm. Ja, mindestens. Ja, also Herr Färber leidet. Erzählen Sie, wie? Was tut er? Schimpft er auf mich? Verflucht er mich? Will er sich rächen? Ich überlege die ganze Zeit schon, wie wir uns mit ihm versöhnen könnten. Danke. Ich will doch nicht in Feindschaft leben mit so einem netten Mann. Lohnt sich doch nicht. Tja, also, er hat sie also geschickt. Und das finde ich schon einmal rührend von ihm. Schickt sie hierher zu uns. Und was meint er, sollen sie tun? Ich glaube, er will sich einfach informiert halten. Das finde ich richtig. Würde ich genauso machen. Tja, Gertrud, ich weiß nicht,
ob wir ihm gleich sagen sollen, dass wir... Du weißt schon. Dass wir heiraten, Mensch. Ja, jetzt ist es heraus. Ob das klug war? Irgendwann muss er sowieso erfahren. Er ist nicht mehr der Jüngste. Eben. Ob er das so einfach verkraftet? Und laut Herrn Grübel leidet er. Ich habe auch schon gelitten, mein Gott. Sie müssen es ihm eben schonend beibringen, Herr Grübel, wirklich schonend. Aber ohne jedes Wenn und Aber. Wir heiraten. Richtig. Wir heiraten. Ja. Heiraten wir wirklich? Das ist noch nie vor einem Zeugen gesagt. Doch. Der Sentis war mein Zeuge. Ich trinke auf den Sentis. Auf dich, du lieber alter Sentis da drüben. Warum trinkst du nicht mit? Nö, ich trinke nicht auf andere Gipfel. Du bist der Gipfel. Auf den Gipfel, Peter. Prost. Ja, da trinke ich mit. Prost. Ja, Prost. Und wie spricht er jetzt über mich, der alte Fritz? Oh, ja, er zitiert sie ununterbrochen. Was sie über den Sentis gesagt haben zum Beispiel. Ich über den Sentis? Was soll ich schon über den Sentis gesagt haben? Dass er ihnen von Anfang an gezeigt hat, jeder steht für sich. Bravo, Gertrud, bravo. Schmarrn, so geschwollen würde ich nie daherreden. Wann soll ich ihm das gesagt haben? Gleich in der ersten Stunde, vor 7 Jahren. Also da schon gar nicht. Da habe ich überhaupt noch keinen Umgang gehabt mit solchen Sprechblasenspezialisten wie Herrn Färber. Und Herrn Streich. Und Herrn Streich, bitte. Bitte, nehme ich in solchen Zusammenhängen in Zukunft nicht mehr nach, Fritz Färber. Sonst wird es mir nämlich physisch elend. Ehrlich, du. Da sehen Sie, wie leidend er gleich aussehen kann, wenn ihm einfällt, dass er leiden könnte. Mein armer Peter, mein Gipfelchen. Gertrud. Ja, Peter, was ist denn, um Gottes Willen, Peter, was... Du, küss bitte diese Stelle da, da, an meiner Stirn. Sie fühlt sich plötzlich so taub an. Danke. Mein Gott, habe ich gerade eine Angst gehabt. Noch ein richtiger Anfall war das. Wenn das ZVS, das ist das zentrale Nervensystem, wenn das einmal in Mitleidenschaft gezogen ist, dann ist kein Punkt mehr sicher, verstehen Sie? Ja, also, wir heiraten. Gut, Gertrud, ich fange an zu glauben, dass du es ernst meinst, dass du es zumindest ernst meinen willst. Hoffentlich hast du auch die Kraft dazu. Aber gerade wenn wir heiraten, dann wäre es doch schön, ein gutes Verhältnis zu Färber zu haben. Er ist doch ein ganz passabler Mann. Peter! Wisst ihr was? Wir fahren hin zu ihm und feiern. Aber bitte, bitte, Herr Streich, bedenken Sie doch, er leidet noch. Man müsste vielleicht sogar von einem Schock sprechen. Also auf jeden Fall langsam. Also heute hinfahren und Hände schütteln wollen, das wäre absolut katastrophal. Ja, schade, 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 schade. Am besten wäre es, wenn Sie uns ein bisschen auf dem Laufenden halten würden, dass wir wissen, wenn er soweit ist, den Tatsachen bzw. mir ins Auge sehen zu können. Auf die Tatsachen. Auf die Tatsachen. Heute läuft's nicht so, kommt mir vor. Es läuft überhaupt nicht, Mama. Schon lang nicht mehr. Die letzten 5, 6, 7 Berichte waren doch nur Krampf. Ist das nicht gemein, Mama? So einen Sommer könnte ich haben in diesem Jahr. Jeden Tag 100 Mark bis zum 27. August. Wenn ich nur jeden Tag einen Bericht zusammenbringe, der bewirkt, dass Herr Färber weder zu ruhig noch zu unruhig wird. Wie hat er denn gestern reagiert? Überhaupt nicht. Er öffnet die Tür nur noch einen Spalt, nimmt die Pfeife nicht aus dem Mund, lässt sich den Bericht reichen, nickt, schließt die Tür aus. Er leidet wahrscheinlich furchtbar. Ich finde, es ist ein unmögliches Benehmen seinerseits. Er könnte doch irgendetwas sagen. Ob ihm die Berichte gefallen, ob er sie langweilig findet oder spannend. Ich kann einfach nicht mehr weiterschreiben ohne jedes Echo. Ich zähle wohl überhaupt nicht, wie? Entschuldigung, Mama, natürlich. Bitte! Ja? Komm doch rüber zu uns. Wenn sie nicht will, dann lass sie doch. Hallo?
würde ich gern meinen neuesten Bericht vorlesen. Also bitte komm, setz dich zu mir. 34. Bericht von Tassilois Grübel für Herrn Dr. Fritz Färber, Schriftsteller Wasserburg am Bodensee. Nachdem nun die heroische Zeit des Saubermachens, des Reutens und Rodens vorbei ist, nachdem die Frage, wird dieses Mädchen das schaffen, beantwortet ist, sie hat es geschafft. Nachdem auch die dramatische Zeit des Pflanzens und Gießens, die Zeit der Frage, wird alles anwachsen, vorbei ist, alles ist angewachsen. Nachdem also die idyllische Zeit, die Zeit des Wachstums und des Betrachtens des Wachstums begonnen hat, die Zeit, in der Gertrud wie eine Gattin der Fruchtbarkeit, Moment, Göttin, wie eine Göttin der Fruchtbarkeit in ihrem Gärtchen steht, jetzt darf man sagen, jetzt wird bald etwas, jetzt muss bald etwas passieren, möglichst etwas Neues. Und siehe da, gestern Abend kam seit langem zum ersten Mal Peter Streich ins Freie, blass und nicht ganz sicheren Schrittes. Er setzte sich sofort auf die grünglänzende Bank, die jetzt an der südlichen Hauswand steht. Er streckte seine Füße lang aus und zündete sofort eine Zigarette an. Gertrud ließ das Unkraut zupfen und setzte sich neben ihn. Er klopfte ihr auf die Schulter. Offenbar war das Anerkennen gemeint. Sie schmiegte darauf sofort ihren Kopf an ihn. Was sie miteinander redeten, war nicht zu verstehen, da aus dem offenen Fenster der Lärm der Rockmusik dröhnte. Nachdem sie eine Zeit lang miteinander gesprochen hatten, richtete sie sich plötzlich auf und rückte deutlich zur Seite und sah ihn an. Erstaunt, entsetzt, angewidert, sehnsüchtig, alles möglich. Etwas Konflikthaftes wurde spürbar. Es ist Zeit, jetzt wieder einen Besuch bei Gertrud und Herrn Streich zu machen. Es könnte sein, dass genau jetzt der Zeitpunkt einer möglichen und erfolgreichen Einwirkung von außen gekommen ist. Es geschah nämlich noch Folgendes. Kurz nachdem wie Konfrontation oder erotische Provokation aussehenden Blickwechsel auf, ging ins Haus und stellte dort die Musik ab. Darauf brüllte er sofort, mach die Musik an. Gleich darauf ging die Musik wieder an. Gertrud kam heraus, brachte eine Flasche Wein und zwei Gläser, setzte sich, schenkte die Gläser voll und trank. Er sah ihr dabei zu. Als sie ihr Glas wieder hinsetzte, trank auch er. Wie auch immer man das bewerten mag, es tut sich etwas in Oberuldingen. Sag ich ja schon die ganze Zeit, du musst hinfahren, reden mit denen. Was meinst du bitte? Ich meine dasselbe wie Clara. Mama. Ja, Tassilo? Mama, wir haben weiß Gott andere Probleme. Ich sag ja schon nichts. Einverstanden. Okay. Sprechen Sie mit ihr. Sie finden also auch, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, der günstig sein könnte für eine Einwirkung von außen? Ja. Das ist natürlich ein Risiko. Ja. Das ist es. Entschuldigen Sie, wenn ich mich Ihnen heute so direkt aufgedrängt habe, aber naja, ich hielt es für meine Pflicht, Sie über das, was ich vorhabe, wenigstens in groben Zügen zu informieren. Ja, schon gut. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht jedes Mal reinbitte. Ich arbeite wieder. Nach 7 Jahren. Ein Gefühl zu schreiben. Vielleicht kann ich es gar nicht mehr. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr kann. Wahrscheinlich habe ich es nie gekonnt. Ja, ja, auf jeden Fall ist es jetzt sehr schwer. Aber irgendwie meine ich, ich müsste. Das ist das Blöde. Aber sagen Sie es niemandem, bitte. Keine Menschen, ja? Selbstverständlich, Herr Doktor. Ich rede immer zu früh. Ich habe dieses Fieber zu lange nicht mehr gehabt. Es ist eine Infektion. Der Erreger heißt Wirklichkeit. Ich liebe diesen Arbeitsraum. Hören Sie? Der Zug. Der Boden. Antwortet auf jeden Schritt. Wenn ich in meiner lautlosen Villa abends in lautlosen Schuhen die Marmortreppe hinaufgehe, höre ich nur das Knirschen in meinen Kniegelenken.
den Tod. Ja? Schokeck-Eisen. Tja, was ist denn passiert? Wenn es etwas ganz Schlimmes ist, bitte stellen Sie es noch halb schlimm dar. Ich bin zurzeit etwas überempfindlich. Lieber Fritz, genau deshalb komme ich doch. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Wirklich, Fritz, ich freue mich mächtig. Ja, und dann kommen Sie unerlaubterweise auch gleich noch in meinen Arbeitsschlupfwinkel? Das wird mir nun sehr büßen. Tja, ich habe eigentlich außer der Adresse nichts. Aber auch gar nichts verstanden von dem, was die Gute gesagt hat. Was führt Sie dann überhaupt hierher? Tja, verehrter Meister, ich habe natürlich auch meine Spione. Und was sagen die mir? Fritz Färber geht jeden Morgen um 10 vor 6 in sein puritanisches Studio, das Mäppchen mit gestrichenen Broten und Thermosflasche unterm Arm und setzt sich unter seine nackte Osram-Dirne ans Holztischchen mit der PVC-Platte. Erst um 4 Uhr nachmittags verlässt er etwas müde, aber offenbar nicht furchtbar schlecht aufgelegt, die Kleinbürgerkaserne in Reutin und fährt mit dem unauffälligen VW nach Wasserburg ins erholsamere Heim. Und da er am Nachmittag einen etwas erschöpften, aber nicht grämlichen Eindruck macht, war mir klar, der Meister schreibt wieder. Und da ich eitel bin und gar nichts anderes sein möchte als eitel, so eigentlich es überhaupt schaffe, habe ich mir gesagt, wenn du nicht der Erste bist, dem er über seine neue Schaffenszeit Geständnisse macht, nach 7-jährigem Schweigen, dann wirst du von ihm überhaupt nichts mehr wissen. Wenn Sie für eine große deutsche Zeitung tätig sind, ist das der einzige mögliche Standpunkt, das geben Sie doch zu, Fritz, nicht wahr? Entschuldigen Sie, das ist Herr... Ja, Grübel. Richtig. Joe Kettheisen muss ich ja nicht vorstellen. Ihr Name war Grübel. Tassilo S. Grübel. Ja, woher kennen Sie mich? Also, das ist echt Joe Kettheisen. Ich krieg den Namen einfach nicht unter und er sagt sofort auch noch die Vornamen auf. Wer selber eitel ist, tut gut daran, die Eitelkeit anderer Leute einzukalkulieren. Sie sind ein Kollege Philipp Malhaus, nicht wahr? Ja, sozusagen. Nur nicht so zerknirscht, Mann. Natürlich sind Sie das. Wir werden Sie trotzdem nicht mit ihm verwechseln. Das versprechen wir Ihnen. So wenig wie wir L.A. mit Lindau verwechseln. Stimmt, Fritz? Dann nicht wahr, Fritz, wir reden doch nicht mit Philipp Malhaus verwechseln. Fritz, und sagen Sie doch bitte auch, schwören Sie Herrn Grübel, dass Sie ihn nicht weder in Wort noch Schrift noch in Gedanken mit Philipp Malhaus verwechseln werden. Ich schwöre. Ach, ist das funny. Wissen Sie, wer mir von Ihnen erzählt hat, Phil? Entschuldigen Sie, Herr Grübel. Mia. Mia von Mufflings. Die Verlegerin. Eben. Das habe ich doch auch gesagt, Herr Grübel, stimmt's? Das war mir auch in Erinnerung geblieben. Stimmt doch, Herr Grübel? Ja, ja. Na bitte. Und da gibt es Leute, die behaupten, ich sei so verkalkt, dass ich alles vergesse. Also, wenn bei Ihnen etwas nicht spürbar ist, Fritz, dann ist es das Alter. Schmeichler. Wer mich richtet, richtet sich. Wie ich Sie, meine Herren, hier vorfinde, bleibt einem Kopf wie dem meinen ja gar nichts anderes übrig als der Schluss, dass der Herr... Detektiv etwas mit Fritz Färbers neue Schaffensperiode zu tun hat. Gott mit mir strafen, Fritz, aber so ist es doch. Dass Sie eitel sind, freut mich. Wenn Sie indiskret wären, schmerzte es mich. Ich bin's nicht, Fritz. Ich bin's wirklich nicht. Aber dass ich in Ihrem Arbeitskäfig einen Mann namens Tassilo S. Grübel begegne, wahrscheinlich wissen Sie nicht einmal, dass sich hinter dem S ein Sokrates verbirgt. Also Tassilo Sokrates Grübel bei Fritz Färber. Darf man da stürzen? Man darf nicht. Gut. Ich werde ihn sofort als das nehmen, was er wahrscheinlich schon ist. Als Ihre Figur. Herr Grübel, ich verspreche Ihnen, ich habe Sie hier nie gesehen. Für mich sind Sie nicht vorhanden. Für mich sind Sie eine Fritz-Färber-Figur. Wann kommt das Buch heraus, Fritz? Wie heißt es? Wie? Moment, Scho. Herr Grübel, Sie wollen ja heute noch nach Oberuldingen. Ja, ja, ich muss mich verabschieden. Ich habe wirklich noch was zu tun. Ja, Sie können ja nicht den ganzen Tag Modell stehen, nicht wahr? Also, was wünscht man in Ihrem Gewerbe? Halali oder Eis und Bein? Grüß Gott. Auf Wiedersehen, Herr Grübel. Auf Wiedersehen.
Ach, Sie. Ich bin hinter Ihnen hergefahren. Ja, ich dachte mir, so weiß Gott, welcher Verruchtheit Sie unterwegs sind. Da Sie aber offenbar in die Kirche wollen, folge ich Ihnen nicht weiter. Sie können ruhig mitkommen, ich gehe zum Beten rein. Ach ja, mein Gott, Sie sind eine Fotografin, Entschuldigung. Ich denke schon, seit Sie abgebogen sind, will die tatsächlich in die Kirche. Am hellen Werktag. Und sowas will Detektiv sein. Ich schäme mich, Frau Hotz. Also rein menschlich finde ich das sympathisch, dass Sie denkt an die Gang zum Beten. Nein. Ich glaube, das stammt von mir aus Kindheitstagen. Dass jemand zu was anderem als zum Beten in die Kirche geht, das fällt mir doch gar nicht ein. Obwohl diese Bernau-Kirche doch aussieht, als könnte man alles eher darin tun, als beten. Wieso, wie meinen Sie das, Frau Hotz? Wie verrückt. Ich bin jeden Tag in dieser Kirche, stundenlang. Ich habe mein Leben lang noch keine Kirche fotografiert. Engel, Heilige, sowas habe ich nicht mehr angeschaut. Mindestens seit meinem 12. Lebensjahr. Ich habe nur Menschen fotografiert. Wie süchtig. Und jetzt? Auf einmal merke ich, dass ich keinen Menschen mehr fotografieren möchte. Auf einmal nur noch Kirchen. Am liebsten die Heiligen, die da herumstehen. Und die Putten. Auf einmal merke ich diese verschlafenen Engelsgesichter, die alles verbergen. Und trotzdem weiß man genau, was sie einem verbergen. Sie zeigen es einem so richtig, was sie einem verbergen. Das Irdische. Das verbergen sie unter ihren seligen Unempfindlichkeitsgrimassen. Ja, es sind Schauspieler, die Putten da. Richtige Darsteller. Selber ganz ruhig, aber was sie ausdrücken wollen, ist voll da. Das möchte ich aufs Bild kriegen. Darf ich Ihnen zuschauen? Den Wendelin da, über dem Altar. Seit Tagen suche ich ihm seine Sanftheit abzufuchsen. Also wenn Sie den ein paar Tage lang anschauen, begreifen Sie nicht mehr, warum nicht jeder ein Heiliger werden möchte. Heilig sein macht doch offenbar schöner als alles andere. Es ist wirklich eine ganz konkurrenzlose Schönheit, die da rauskommt. Also ich wäre ganz gerne Heilige. Haben Sie eigentlich Peter Streich schon mal fotografiert? Ich meine, der müsste doch auch ein sehr ergiebiges Motiv abgeben. Bitte lassen Sie mich jetzt allein. Oh, Entschuldigung. Darf ich Sie trotzdem wieder mal besuchen? Wenn ich noch da bin, ich verreise vielleicht. Ach so. Sagen Sie Herrn Färber einen schönen Gruß. Das können Sie ihm ruhig sagen. Ich hätte nicht umhin gekonnt, des Öfteren unter einer gewissen Selbstbezogenheit seinerseits zu leiden. Nach neueren Erfahrungen können Sie ihm vermelden, scheine er mir geradezu samariterische Züge zu haben. Ein gewisser Peter Streich ist zum Beispiel verglichen mit Färber. Ein wehleidiges, eiskaltes, asoziales, narzisstisches Würstchen. Eine Woche war ich bei ihm, Herr Grübel. Da kündigte seine Stellung in den Bodenseegarten. Es war wirklich ein ganz harmloser Job in der Dokumentationsabteilung. Er wirft den Job weg und fängt von Heiraten an. Und dass ich wieder fotografieren müsste. Noch habe ich die Hände voller Blasen, noch war die Hütte voll vom widerwärtigsten Dreck. Da will er mich zum Geldverdienen abrichten. Ganz unverschämt und direkt. Er leidet schön brav zu Hause und zapft sich daraus vielleicht noch etwas Gedichte und Prosa. Sicher ist es nicht, aber er wünscht. Und ich schärfe die Penunzen her. Sogar Touristen fotografieren hat er einmal erwogen. Also das kann man so krass, wie es in diesem Herrn vorkommt, gar nicht darstellen. Diese Mischung aus Genghis Khan und Mimose ist panoptikumsreif. Und ich war ja durch die Ära Fritz Färber mit einem offenbar berufsbedingten Egoismus nicht ganz unvertraut. Ich hatte schon gedacht, auf der Wellenlänge könnte mir Neues oder Schlimmeres gar nicht begegnen. Das war ein Irrtum. Fritz Färber ist
Ein rührendes, blauäugiges Fohlen verglichen mit Pascha Streich. Das können Sie Fritz ausrichten. Vielleicht freut es ihn. Aber etwas habe ich doch profitiert von diesem Ausflug. Ich fotografiere keine Menschen mehr. Mit Edgar Allan Poes Raben schwöre ich nevermore. Ach, Gertrud. Entschuldigen Sie. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, was mit meinem Auftrag überhaupt nichts zu tun hat. Unter was, haben Sie gesagt, verbergen diese Engel das Irdische? Weiß ich nicht mehr. Aber ich. Unter seligen Unempfindlichkeitsgrimassen, haben Sie gesagt. So? Ja. Ich werde diese Grimassen üben. Ich muss jetzt arbeiten, Herr Grübel. Ja, ich auch. Du hast die Pflicht, Tassilo, Herrn Dr. Färber, alles zu sagen, was du gehört hast. Auch wenn du dadurch bewirkst, dass er sofort hinfährt und sie holt und du also ein paar Mark weniger verdienst. Ein paar Mark, Mama. Wenn ich jetzt zu Färber fahre und ihm sage, wie es steht, dann ist sie heute Abend wieder bei ihm. Dann bekomme ich noch 2.000 dafür, dass sie zurückkommt. Mit den 3.400 für die 34 Tage sind das nur 5.400, Mama. Und 9.000 sind drin, wenn die vollen 3 Monate wegbleibt. Tassilo, bedenke, wie Herr Dr. Färber leidet. Ich kann einfach nicht glauben, dass du bloß wegen ein paar Mark... Ein paar tausend Mark! Und wenn es 100.000 wären, verleidet ein Mensch bloß, weil du verdienen willst. Das ist doch das Übliche. Das ist doch der normale Zustand überhaupt. Da leiden welche, das andere verdienen. Das ist doch ein... Tassilo, Ausreden sind das Ausreden. Das weißt du so gut wie ich. Ich, immer ich. Ich soll den Anständigen spielen. Wer finanziert mir denn das, Mensch? Ruhe, bitte! Ich danke Ihnen, Herr Gröbel. Gute Arbeit. Danke. Aber jetzt verlange ich eine noch bessere Arbeit von Ihnen. Ich bin auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Sie müssen Gertrud daran hindern, dass sie zu mir zurückkehrt. Ich arbeite. Verstehen Sie? Ja, ja. Seit 7 Jahren arbeite ich wieder. Weil Gertrud nicht da ist. Ja. Weil sie mir fehlt. Sie fehlt mir wie nichts sonst auf der Welt. Darum schreibe ich wieder. Und wenn sie jetzt zurückkommt, wie soll ich dann noch schreiben? Dann schreibe ich doch nicht mehr. Aber ich brauche noch 7, noch 8 Tage, Herr Grübel. Dann kann dem Buch nichts mehr passieren, verstehen Sie? Der Verlag rechnet schon mit dem Manuskript. Das Papier ist eingekauft, die Druckerei steht bereit. Noch 10 Tage, dann bin ich durch. Dann kann sie kommen. Aber keinen Tag vorher, Herr Gröbel, hören Sie, keinen Tag vorher. Ich darf das Schicksal dieses Buches nicht von den Launen eines etwas leichtsinnigen Mädchens abhängig machen. Haben Sie das verstanden, Herr Grübel? Ja, Herr Doktor, ich glaube, das habe ich verstanden. 200 für jeden Tag, den Sie sich fernhalten, Herr Grübel. Abgemacht? Abgemacht. Von dem Bild bestelle ich einen Abzug. Ach, Sie Schilder. Bitte, ich kann jetzt nicht. Lassen Sie ihn nicht stören. Ich möchte einfach zusehen dürfen. Scheiße. Aus. Ich sehe nichts mehr. Ah, das tut mir jetzt wirklich leid.
Ist nicht nötig. Ist auch zu spät. Ab mittags um eins ist hier das große Licht vorbei. Die Schöpfungsstimmung. Gehen wir zu mir. Na gut. Ja, das ist schön. Der Boden erinnert mich fast ein bisschen an Herrn Färbers Arbeitszimmer in Reutin. Kennen Sie den? Der ist lieb, gell? Der Charme der Ärmlichkeit. Ja, das ist schon Millionär ohne Lampenschirm. Aber der Sentis-Blick ist stark. Ja, fast so schön wie vom bösen Reutin aus. Wie geht's Fritz jetzt? Ja, er arbeitet. Meinst du nicht sagen, er schreibt? Ja. Nein. Ja. Das freut mich für ihn. Okay. Ich denke ziemlich oft an ihn, leider. Ich würde mich jetzt am liebsten ins Auto setzen und hinfahren. Ja, natürlich. Weil... Na was? Ja, ich habe den Eindruck... In ein paar Tagen wäre ihm das vielleicht lieber. Er will mich nicht mehr sehen, verstehe ich. Doch, doch, unbedingt. Nur jetzt mitten in der Arbeit, Sie verstehen. Jetzt natürlich nicht. Aber später unbedingt. Ja, ja, in Ordnung. War ja auch bloß eine Idee von mir. Ich habe immer so Ideen, die dann nicht passen. In 8 Tagen, hat er gesagt, möchte sie hier abholen. So, in 8 Tagen? Naja, oder vielleicht in 10. Höchstens 10. Ist ja toll. Da hat er sein Manuskript abgeschlossen. Natürlich hat er es abgeschlossen. Wie sehr der an Ihnen hängt, das wissen Sie doch. Er will selber hierher kommen. Das soll er lieber bleiben lassen. Mein Bedürfnis nach Würdelosigkeit und Lächerlichkeit ist gedeckt. Und zwar für längere Zeit. Wenn Fritz hierher käme, Peter würde glatt durchdrehen. Vor Begeisterung. Der will sich doch nur noch anmotzen bei Fritz. Nur noch. Anders kann der sich doch seine Karriere gar nicht mehr vorstellen. Möchte nicht dabei sein, wenn die beiden Herren sich treffen. Ist er oben? Er arbeitet. Ach, Sie meinen, er schreibt? Ja. Er ist schon fast fertig, eine Erzählung, sagt er. Die Begeisterung des Bergsteigers beim Bergsteigen oder die Gedanken des Denkenden beim Denken. Irgendwas um den Dreh interessiert mich wirklich nicht. Ich reise ab. Wann? Jetzt. Wohin? Nach München. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch irgendwo anders hin. Ich komme mir einfach nicht stark genug vor. Als hätte ich überhaupt nichts mehr zu sagen, was mich betrifft. Das passt mir natürlich nicht. Ja, ich verstehe. Peter sagt, ich müsse, sobald er sein Manuskript fertig hat, den Kontakt zu Fritz wieder aufnehmen und den hergestellten Kontakt soll ich dann benutzen, um Fritz zu bitten, Peters Manuskript zu lesen. Und er soll es dann der Welt als großen Geniestreich empfehlen. Nur das will er von mir, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Und Fritz will mich dann in 8 oder 9 oder 10 Tagen abholen, wenn er und so weiter... Und ich will, dass ich auch etwas will. Ich will weg. Ja. Ich war sowieso schon fast reisefertig. Sie haben mir den Rest beigesteuert. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Im Augenblick sehe ich, dass ich in Gefahr war, aus irgendeiner Mutlosigkeit oder Trägheit oder Bequemlichkeit einfach wieder hinzufahren zu dem. Mich wieder fallen zu lassen, wie vor 7 Jahren. Wenn Sie wüssten, was ich mir damals geleistet habe. Ich komme wieder her, ich freue mich wahnsinnig. Endlich ein Auftrag in meiner Gegend, wo ich doch das Licht hier so mag. Und sagt der, nein. Da habe ich automatisch Sachen gesagt, die so extrem waren, dass ich ihn einfach kassieren konnte. Aber dann habe ich natürlich da bleiben müssen. Ich hatte mich ja ganz furchtbar festgelegt. Ich habe in den 7 Jahren jede Silbe, die ich am ersten Tag herausstieß, 100-fach mit Wirklichkeit bezahlen müssen.
Ich wollte ja nicht gelogen haben in der ersten Stunde. Dadurch habe ich mich praktisch immer weiter hineingeritten. In die Mache. Aber ich habe ja nicht ahnen können, dass der das alles glaubt. Heute weiß ich, diese subtilen Typen, die glauben gar alles, wenn es nur nach Anbetung riecht. Ohne den sehr ähnlichen Peter wäre ich vielleicht nie weggekommen. Und ohne sie. Ja. Da wäre ich vielleicht wieder hin zu dem aufgeklärtesten Sklavenhalter, der je eine Sklavin hielt. Also, Dankeschön. Vielleicht schicke ich Ihnen mal ein paar Bilder. Mit seligen Unempfindlichkeitsgrimassen drauf. Prost. Ja. Ciao. Wohin ist sie? Sie haut ab. Geben Sie es zu. Sie haben sie überredet. In seinem Auftrag, Sie. Sie Menschenhändler. Herr Streich, mir wäre es sehr viel lieber, sie wäre nicht weggefahren. Das kann ich Ihnen sagen. Wo ist sie hin? Ja, ganz sicher nicht zu Färber. Diese dumme Gans. Diese dumme. Jetzt ist alles umsonst. In ein paar Tagen wäre ich soweit gewesen. Und ich habe mich auf die verlassen. Alles. Alles habe ich abhängig gemacht von ihr. Und die fährt einfach weg. Was mit mir ist, ist ihr Schnurzpiepe. Boah, diese Fähigkeit, nur an sich zu denken, kann einen Schaudern machen. Ich habe das Gefühl, sie hat mein Ich mitgenommen. Ich werde hier sitzen und auf die Stelle starren, auf der sie zuletzt gesessen hat. Ja, es war hier. Dass sie das fertig bringt, mich einfach zu verlassen, Herr Grübel. Herr Grübel, dass sie das fertig bringt, einen Peter Streich zu verlassen. Das begreife ich einfach nicht. Prost, Herr Streich. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, was? Ach, Tassilo. Am liebsten möchte man nicht mehr da sein. Soll ich vielleicht jetzt den Färber anrufen und sagen, Schluss, aus, Amen. Stellen Sie ab sofort tägliche Überweisung ein. Das wäre doch blöd, Mama. Ja, vor allem in der Schlussphase seiner Arbeit könnte ihn die Nachricht, dass Gertrud für ihn verloren ist, so treffen, dass er jetzt noch aufgeben müsste. Genau. Also rührst du dich einfach nicht mehr. 7 Tage lang. Und am 8. Tag fährst du hin, prüfst, ob er fertig ist. Ist er fertig, sagst du, sie ist leider verschwunden. Das Leid, das er so erfährt, wird ihn noch mehr reifen und läutern. Und du, mein Junge, hast das volle Honorar, das dir zusteht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ruhe, bitte! Ah, jetzt nur so verrucht, ihr Kerblöde. Ah, ist der Herr Grübel, der richtig. Herr, Sie haben alle gutes Gedächtnis, Nunzi. Ah, bloß leid, wo ich mag. André gleich vergessen, gell. Kommen Sie. Herr Dottore wartet schon. Ah, glücklich, Herr Dottore, wie junger Hund, so glücklich. Herr Grübel, kommen Sie, kommen Sie. Gott, Herr Doktor, danke. Gin und Tonic haben Sie getrunken, als Sie das erste Mal da waren. Bitte, setzen Sie sich da. Danke. Aber ich befehle Ihnen heute einen Wein, der im Angesicht unseres heiligen Berges gewachsen ist. So.
Einen Weißherbst, der seine Farbe vom Widerschein der Abendsonne auf dem Senftis hat. Prost. Mein Buch, das in diesem Augenblick schon durch die Maschinen jagt, heißt: Dreimal dürfen Sie raten. Ich weiß nicht. Sentis. Ach, ja? Und gratulieren dürfen Sie mir auch, Herr Gröbel. Es ist ein Meisterwerk geworden, dieser Weißherbst. Ist auch eins. Ein Meisterwerk. Kultur und Natur haben ihr Bestes gegeben, ihn hervorzubringen. Mein nächstes Buch wird Weißherbst heißen. Sehr gut. Jetzt aber trinken wir zuerst einmal auf das Meisterwerk von heute. Auf Sentis. Auf Berg und Buch. Prost. Prost, Herr Doktor. Ich bin bekannt dafür, dass ich auch begeistert noch zurechnungsfähig bin. Hier, Herr Gröbel, der Scheck. Ich habe, glaube ich, genau mitgezählt. 34 Tage 100 Mark macht 3.400 und 8 Tage 200 Mark macht 1.600, Summe 5.000. Überwiesen sind 3,2, bleiben 18. Stimmt's? Ja, das stimmt. Danke, Herr Doktor. Und wenn Sie mir jetzt beschreiben, wie ich das Haus in Oberuldingen finde, fahre ich hin, hole Gertrud und sobald sie dieses Haus betritt, geht Nunzia mit diesem Brief zum Kasten und wirft ihn ein. Er ist für Sie. Die 2.000, die Ihnen bei Gertruds Rückkehr während des zweiten Monats zustehen. Also, ich fahre die B31 bis Oberuldingen, biege ab und dann... Leider, Herr Doktor, leider hat dieser Peter Streich Fehler gemacht. Ja, was soll das heißen? Er hat Sie, Gertrud, nicht halten können. Entschuldigen Sie, das ist doch das einzig Gute. Das ist doch das wahrhaft Festliche an diesem Tag. Dass sie zu mir will, das leichtfertige Ding. Aber bitte, ich verzeihe ihr. Es war ja nicht mein Nachteil, dass sie mich so behandelt hat. Aber sie ist nicht mehr da. Was wollen Sie damit sagen, Mensch? Dass sie abgefahren ist nach München oder anderswohin. Sagen Sie mal, spinnen Sie? Was sind das für Auskünfte? Nach München oder anderswohin? Drücken Sie sich gefälligst ein bisschen klarer aus, ja? So hat sie sich ausgedrückt, Herr Doktor. Ach. Ja. Und ist abgefahren? Ja. Und Sie sind ihr nicht nachgefahren? Ich hatte meinen Porsche nicht dabei. So. Die wird mich, glaube ich, jetzt doch noch kennenlernen. Diese Dame. Die glaubt wohl, die kann das machen mit mir. Ich hätte sie am ersten Tag aus Oberuldingen zurückgepfiffen, wenn ich gewollt hätte. Aber mein weiser Instinkt sagte mir, dass das, was dieses Flittchen mir antun möchte, eine Chance sei, wenn ich mich nur ein bisschen beherrschte. Und siehe da, mein weiser Instinkt hat sich nicht getäuscht. Aber jetzt dekretiert mein weiser Instinkt genauso klar und deutlich: Lass ihr das nicht durch, mach sie fertig! Der Scheck ist ja überflüssig jetzt. Dass er zur Heimholung dieser Deserteurin nichts mehr beitragen können. Scusi, Herr Dottore. Da ist junge Frau gekommen, von München. Lass mal, Signorina, das sage ich schon selber. Tag, Herr Färber. Ich bin Liz Lobkowitsch. Ihr Verlag bittet mich, Sie sofort zu fotografieren. Die Presse braucht Fotos, Meister. Sonst kann auch das neue Meisterwerk überhaupt nicht ans Licht der Welt. Zum Glück gibt's von Ihnen nur miserable Fotos. Fotografisch gesehen sind Sie ein unentdeckter Kontinent. Also, wenn ich Sie so anschaue, an Ihnen ist wirklich gesündigt worden, Moment. Meister. Moment, ja?
Ich denke nicht daran, mich schon wieder fotografieren zu lassen. Herr Gröbel, ich glaube, ich darf Ihnen einen guten Tag wünschen. Ja, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. So, Herr Doktor. Und wo machen wir zwei es miteinander? Der Verputz löst sich in größeren Platten ab. Tassilo. Tassilo. Tassilo! Ja. Komm doch einmal her! Schau mal, was ich da in der Zeitung entdecke. Ich lese es dir vor, komm, setz dich hin. Bitte. Der Herzschlag der Wahrheit. Fritz Färbers neue Erzählung Sentis. Von Joe Keckeisen. Wer den Vorzug genießt, Fritz Färber gelegentlich auf den schicksalsspendenden und eher rauen als glatten Parketten der Wirklichkeit zu begegnen, wird nach den ersten Seiten dieses Buches nur noch Angst und Begierde weiterlesen können. Gepeinigt von der Frage, werde ich vorkommen und wenn ja, wie? Nicht alle Menschen sind eitel, aber alle Eitlen sind Menschen in einem besonderen Grad. Der Eitle, möchte man sagen, ist, wenn es eine Steigerungsform für den Menschen gibt, der Mensch im Komparativ. Wir reden immer noch von Fritz Färbers neuestem Buch, an dem sich zweifellos die Geister scheiden werden wie noch nie. Zu viele werden durch die Intensität dieses Meisterwerks zu lesen Voyeuren gemacht. Zu viele werden durch die Intensität dieses Meisterwerks zu lesenden Voyeuren gemacht und werden bewusstlos genug sein, eben daraus dem Autor den Vorwurf zu flechten, er habe sein allzu bloßes Leben als Literatur geboten. Was nach Intimitäten schnüffelnde Neugier als unappetitlichen Jammer des alten Mannes über ein leer gewordenes Bett lesen mag, ist in Wahrheit eine große, vor lauter Zart und Zärtlichkeit fast verschwiegene Liebeserklärung für Gertrud Ladig. Im Privatesten das Allgemeinste zu sagen, jetzt, auf der Höhe der Meisterschaft, ist sein Herzschlag zum Herzschlag der Wahrheit geworden. Fritz wäre nicht Färber, wenn er nicht im Jammer die große Form fände. Nein, nicht fände, schaffte. Ein ungemein konkretes, wahrhaftiges, den Leser schlechthin ruhig beschenkendes Schreiben können. Die alte Färbertugend, die Knappheit, feiert Triumphe. Deshalb wird die Startauflage von 200.000, die der Verlag bekannt gegeben hat, als geradezu selbstverständlich. Wieder ein altes Bodensee-Bauernhaus vor uns entsteht. Ein scharfes Detail sagt alles. Zitat. Der Verputz löst sich in größeren Platten ab, die eine Zeit lang 1 bis 2 Zentimeter von der Ziegelwand abstehen, dann zu Boden fallen und dabei zerbrechen. Wie so oft bei Fritz Färber ist etwas nur scheinbar Selbstverständliches getroffen. Dass abblätternder Verputz zum verfallenden Haus gehört, weiß jeder. Aber Fritz Färber weiß mehr. Das heißt, er weiß es genauer. Zitat: Manchen der blassen Ziegel scheinen graue Bärte gewachsen zu sein. Wie? Wie war das? Lies nochmal. Manchen der blassen Ziegel scheinen graue Bärte gewachsen zu sein. Diese grauen Bärte, das gibt man sofort zu, vergisst man doch, wenn man im unangreifbaren Beton der Großstadt wohnt. Es ist eine staunenerregende Fülle. Wie die Fotografin Gertrud in der Barockkirche Birnau kämpft. Mit ihr kämpft. Der Autor lässt Gertrud inmitten der alle irdischen Materien in Essenz verwandelten Barockwelt der Birnau zu einem geradezu antik oder biblisch gewaltigen Urteil gelangen. Ich fotografiere keine Menschen mehr. Und in einer feinsinnigen literarischen Anspielung auf E.A. Poe vertieft der Autor diesen Zornton noch ins Tragische. Nevermore.
Man muss doch wohl bis zu den Nein-Sequenzen King Lears zurückgehen, um auf ein ähnlich weit und reich und vielfach strahlendes Tragiksignal zu treffen. Denn dieses Nevermore gilt ja auch für Fritz Färber selber. Sein Bett wird leer bleiben. Da breitet sich eine Stimmung aus, die keine mehr ist. Der ältere Mann gibt also die Jüngere frei. Aber er grollt nicht, wütet nicht, weint nicht. Das Leben mag ohne ihn weitergehen. Er sieht es gern. Das ist Eiswein, bestes Mohikanertum ist das. So bietet sich uns die Abendseite des Centis dar. Violettes Gestein. Kein in den Himmel protzender Gipfel. Gestein. Von Westen gesehen. Kein in den Himmel protzender Gipfel. Von Westen gesehen sieht der Centis aus, als wolle er doch noch herab. Dieses Buch gibt Gelegenheit, endlich wieder einmal das Wort Humanität zu gebrauchen. Ist das nicht gewaltig, Tassilo? Das ist der schönste Tag meines Lebens, Tassilo. Und du hast mitgeholfen, die Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Meisterwerk entstehen konnte. Steht dabei, was das kostet. Moment mal. Ja, 196 Seiten, 24 Mark. Also 200.000 mal 24, das macht 4,8 Millionen. Davon kriegt er mindestens 12%. Das sind 576.000 Mark. 576.000 Mark, Mama. Ohne Übersetzung, Film, Fernsehen und so weiter. Und mir hat er für die Berichte 5.000 bezahlt. Wie findest du denn das? Ach, Tassilo, wenn du nur nicht immer vom Geld reden würdest. Er hat so gelitten. Gelitten? Ich auch, aber nicht für eine halbe Million, sondern für 5.000, verstehst du? Das ist praktisch umsonst. Gleich so, Tassilo. Immer brüllst du gleich so. Ich leide. Tröste dich mit Fritz Färber, Tassilo. Der leidet mehr als du und ich. Bitte geh doch in die Stadt und kauf das Buch. Nein! Psch. Nein! Nevermore! Tassilo S. Grübel, Josef Bierbichler. Biddy, seine Frau, Shari Garbo. Tassilos Mutter, Maria Singer. Dr. Fritz Färber, Schriftsteller, Hans Wieprechtiger. Gertrud Hotz, Fotografin, Franziska Walser. Peter Streich, Edgar Selge. Nunzia, italienische Hausgehilfin, Heidi Forster. Liz Lobkowitsch, Fotografin, Ilse Paget. Joe Keckeisen, Literaturkritiker, Karl Liefen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Gibt's ja nicht. Dafür durch das einzige Fenster einen Centis-Blick. Schauen Sie. Der kann sich sehen lassen. Bei Gott, Herr Doktor. Die Morgenseite. Von hier aus etwa hat ihn Gertrud gesehen. Als Kind. Sie ist, müssen Sie wissen, in Büsenreuthin aufgewachsen. Gleich hier in der Nähe. Von hier aus begreift man auch besser ihren Eindruck, dass der Centis ihr von Kindheit an gezeigt habe, jeder steht allein. Was haben Sie zu berichten? Ja, ich habe das Ganze aufgeschrieben, Herr Doktor. Ja, bitte geben Sie her. Bitte schön. Wenn ich Fragen habe, rufe ich Sie an. Bitte, jederzeit, Herr Doktor. Ich wäre lieber allein bei der Lektüre. Ja, selbstverständlich. Gut.
Wiederschauen, Herr Günther. Heiß Grübel. Ja und? Sie haben ja unheimlich was geschafft in den paar Tagen, in denen Sie hier sind. Mich wundert, dass Sie das alles allein machen. Ist der Streich krank? Er ist Schriftsteller. Ich weiß. Haben Sie was zu verkaufen? Nein, ich komme von Herrn Dr. Färber. Sie sind Rechtsanwalt. Und sowas Ähnliches. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich werde bezahlt. Sollen Sie auf mich einreden? Sie beobachten. Spionieren. Ja, wenn Sie glauben, es nicht anders bezeichnen zu können, bitte. Bitte gehen Sie, bevor Peter rauskommt. Er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass sich jemand zu sowas hergibt. Verstehen Sie, ich weiß, dass man alles Mögliche tun muss, um sein Geld zu verdienen. Schön. Peter ist da völlig kompromisslos. Sie bleiben also noch bei ihm? Noch? Sie sind gut. Wir heiraten. Um Gottes Willen. Er ist so empfindlich gegen alles, was Färber betrifft. Er ist der Meinung, Färber habe mich 7 Jahre lang missbraucht. Ja, und kann man das wirklich sagen? Ich glaub's bald selber. Also, wenn Peter herauskommt und sie hier findet, garantiere ich für nichts. Heute ist es besonders schlimm, heute. Ja, was ist heute? Bitte gehen Sie doch. Sagen Sie, ist er krank? Vielleicht. Oft hat er völlig unerträgliche Nackenschmerzen. Ah. Ja! Ja, 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 ja! Ruhe, bitte! Ah, jetzt nur so verrucht, vier Kerblöde. Ah, ist der Herr Grübel der Richtig. Herr, Sie haben alle gutes Gedächtnis nun zu. Ah, bloß leid, wo ich mag. André gleich vergessen, gell. Kommen Sie. Herr Dottore wartet schon. Ah, ich glücklich, Herr Dottore, wie junger Hund so glücklich. Herr Grübel, kommen Sie, kommen Sie. Gott, Herr Doktor, danke. Gin und Tonic haben Sie getrunken, als Sie das erste Mal da waren. Bitte, setzen Sie sich da. Danke. Aber ich befehle Ihnen heute einen Wein, der im Angesicht unseres heiligen Berges gewachsen ist. So. Bitte. Okay. Einen Weißherbst, der seine Farbe vom Widerschein der Abendsonne auf dem Senftis hat. Prost. Mein Buch, das in diesem Augenblick schon durch die Maschinen jagt, heißt 3-mal dürfen Sie raten. Ich weiß nicht. Sentis. Ach, ja? Und gratulieren dürfen Sie mir auch, Herr Gröbel. Es ist ein Meisterwerk geworden, dieser Weißherbst. Ist auch eins. Ein Meisterwerk. Kultur und Natur haben ihr Bestes gegeben, ihn hervorzubringen. Mein nächstes Buch wird Weißherbst heißen. Sehr gut. Jetzt aber trinken wir zuerst einmal auf das Meisterwerk von heute. Auf Sentis. Auf Berg und Buch. Prost. Prost, Herr Doktor. Ich bin bekannt dafür, dass ich auch begeistert noch zurechnungsfähig bin. Hier, Herr Grübel, der Scheck. Ich habe, glaube ich, genau mitgezählt. 34 Tage nicht tun. Ich würde es einfach nicht wagen. Ich hätte Angst. Mein Gott, hätte ich eine Angst. Also keine Sorge,
Sie sind vor mir sicher. Ein solches Gesicht zu fotografieren, Herr Doktor, so weit bin ich einfach noch nicht. Das sehe ich. Ist das nicht gemein? Da sehnt man sich jahrelang nach etwas, dann sieht es so aus, dass es in Erfüllung gehen könnte. Da kann man nicht, weil man eine Flasche ist. Weil man sich nichts zutraut. Weil man sich mit Recht nichts zutraut. Das Einzige, was einen von anderen Flaschen unterscheidet, ist, dass man weiß, dass man eine ist. Ich hielt das immer noch für eine besonders unheimliche Methode. Aber ein bisschen gerührt war ich schon, das muss ich gestehen. Nicht, weil sie so oft gesagt hatte, ich sehe so gut aus und sei praktisch im Grunde wert fotografiert worden, sondern weil sie sich selber so herabsetzte. Das war doch mehr als Mache. Das waren Skrupel. Und Skrupel interessieren mich. Professionell. Naja. Der Rest gehört nicht hierher. Sie blieb bei mir. Sie wurde in diesen 7 Jahren die bekannte Fotografin Gertrud Hotz. Ach, die ist... Das ist meine... war meine Gertrud. Ah, ja. Ich habe in diesen 7 Jahren kein Buch geschrieben. Nichts veröffentlicht. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich habe wahrscheinlich nur gelebt. Das geht Sie nichts an. Ich mache jetzt einen Sprung. Der Kerl, der junge Mann, der Sie mitgenommen hat, der, mit dem Sie das Haus verließ, ist ein Kollege von mir, Peter Streich. Kennen Sie ihn? Nee, nie gehört. Er ist sehr jung. Er hat mir seit Jahren seine Manuskripte ins Haus geschickt. Sie haben mir gefallen. Naja. Naja, doch. Herzlich begabt, würde ich sagen. Wenn auch... Ach, was geht das nicht an? Ich habe bei einem anderen nicht das Recht zu sagen, was ich anders machen würde, sondern die Pflicht hervorzuheben, was mir gefällt. Ich weiß doch noch, wie das ist, wenn man keinen hat, der einem etwas Angenehmes glaubhaft sagt. Aber auch Zustimmung muss dosiert werden. Also nimmt man sich vor, durch die Art der Zustimmung doch so etwas wie die halbe Wahrheit wenigstens halb zu sagen. Die ganze Wahrheit wäre, dass dieser junge Mann nicht nötig wäre. Mindestens so wenig. Da, Tassilo. Darum rufst du mich, Mama? Bitte, Tassilo, nicht so leichtfertig. Nicht dieser oberflächliche Ton. Wenn du Fritz Färber auch nur im Geringsten helfen könntest. Mein Gott, Junge. Das würde mich zum ersten Mal mit der unangenehmen Tätigkeit, der du jetzt nachgehst, versöhnen. Spieglei, blöde, sehr blöde. Ich spiele die Sache verstanden. Sie schon der Grübel, gell? Ja, ja, bitte, nur keine Angst. Du und nix sind ein wenig dabei. Mehmet, Fritz, wie blöd, hast wieder Zwinger auf dort. Nuncia, du bist selber eine Riesenblöde. Kommen Sie, Herr Grübel. Wenn Nuncia Ihnen freies Geleit anbietet, haben Sie nichts zu fürchten. Bitte. Vielleicht setzen wir uns besser hinein. Danke. Das Panorama bleibt Ihnen erhalten. Wenn Sie in diesem Haus sehen sind, das nicht sehen wollen, müssen Sie sich schon auf den Bauch legen und das Gesicht auf den Boden pressen. Aber vielleicht setzen Sie sich deshalb besser. Danke. Zeigen Sie auch die Flasche, aus der ich Ihnen etwas einschenken darf. Na ja, da. Gin. Ja, bitte. Und Tonic. Na schön. Da schließe ich mich an. Also, passen Sie auf. Sie sitzen gut, ja? Gut, sehr gut, danke. Ich habe noch nie mit einem Privatdetektiv zu tun gehabt. Ich finde es ärgerlich, dass ich jetzt mit einem zu tun haben muss. Dass es Sie gibt, weiß ich von Frau von Mufflings.
Sie wissen, die manchmal nach Langenhagen kommt. Ja, ja. Sie hat geschwärmt von Ihnen. Ich musste ihr versprechen, in meine Telefonnotizen unter P das Wort Privatdetektiv und ihre Telefonnummer zu schreiben. Ach, das hätte ich vielleicht längst vergessen, wenn sie mir das nicht in Manhattan gesagt hätte. Ja, das glaube ich. So. Ich beginne mit dem Sommer vor 7 Jahren, als mein letztes Buch erschien. Zikkurat. Ja. Seitdem ist ja nichts mehr erschienen. 7 Jahre, Herr, richtig. Mein Namensgedächtnis war nie sehr gut. Nicht immer hier gewesen. Ich also. So ein Sommer war das. Nun traf als eine Fotografin aus München. Da sie aus dieser Gegend stammt, kam sie hieran in einer Art Erregung, die ich erst später begriff. Geschickt war sie vom Verlag. Die wollten neue Bilder, anlässlich des neuen Buches. Mhm. Ich wollte keine neuen Bilder, das hatte ich denen gesagt. Was soll ich jedes Jahr mit neuen Bildern? Das Schlimmste ist einfach das fotografiert werden. Wenn ich diese schwarze Drohung auf mich gerichtet sehe, stehe ich noch genauso dumm da wie vor 30 Jahren. Nein, dümmer, ängstlicher, hilfloser. Das akkumuliert sich nämlich. Jedes fotografiert werden ist nicht nur ein bisschen schlimmer als das vorherige, sondern unendlich viel schlimmer. Ihr Gesicht wird dabei so gefühllos wie das Zahnfleisch, wenn der Zahnarzt Ihnen an 4 Stellen hineinspritzt, um einen Zahn zu ziehen. Ich will damit sagen, dass ich mich nicht danach dränge, fotografiert zu werden. Verstehen Sie das? Ja, doch. Das verstehe ich ja doch. Ich danke Ihnen. Die kam also. Unangemeldet. Mit Töschwo und Gerät, geht durch die Hunde durch wie die Juden durchs Rote Meer, hebt die Arme ein klein wenig an, als habe sie um die noch am ehesten Angst, setzt ihr Zeug ab und sagt, so Herr Doktor, wo machen es wir zwei miteinander? So Herr Doktor, wo machen es mir zwei jetzt miteinander? Ich höre natürlich gleich, dass sie von hier ist. Sie schaut sich schon prüfend um. Ich sage, ich denke nicht daran, mich schon wieder fotografieren zu lassen. Ich denke nicht daran, mich schon wieder fotografieren zu lassen. Gehen wir doch mal auf die Südseite Ihres schönen Hauses. Ich mag das selig so gern. Sie können ja nicht wissen, dass ich aus Bösenreuthin bin. Kennen Sie Bösenreuthin? Ich sage, dass ich es nicht kenne. Naja, kann man nichts machen. Sie sind halt nicht von hier. Bösenreuthin liegt gleich hinter Lindau droben. Sieht schön, Herr Doktor. Plötzlich rief sie. Ha, genau. Immer nur der Alte. Von Bösenreuthin aus hat man doch mehr seine Morgenseite. Sie sehen ihn ja hier schon fast zentral. Den Sentis meine ich. Haben Sie es auch schon bemerkt, dass er keine Stunde lang gleich weit weg ist? Das Wetter schiebt ihn ja ununterbrochen weg und her und wieder weg, den Koloss. Manchmal löst er sich doch wirklich auf im Ferndunst. Und dann, plötzlich steht er wieder dunstlos, direkt. Und vor allem in der Schlussphase seiner Arbeit könnte ihn die Nachricht, dass Gertrud für ihn verloren ist, so treffen, dass er jetzt noch aufgeben müsste. Genau. Also rührst du dich einfach nicht mehr. 7 Tage lang. Und am 8. Tag fährst du hin, prüfst, ob er fertig ist. Ist er fertig? Sagst du, sie ist leider verschwunden. Das Leid, das er so erfährt, wird ihn noch mehr reifen und läutern. Und du, mein Junge, hast das volle Honorar, das dir zusteht. Ja! Ruhe, bitte! Ah, jetzt nur so verrucht, vier Kerblöde. Ah,
Ist der Herr Grübelteig. Richtig. Gell? Sie haben aller gutes Gedächtnis nun zu. Ah, bloß Leute, wo ich mag. André gleich vergessen. Gell. Kommen Sie. Der Dottore wartet schon. Ah, ist glücklich, Herr Dottore. Der junge Hund so glücklich. Herr Grübel, kommen Sie, kommen Sie. Gott, Herr Doktor, danke. Gin und Tonic haben Sie getrunken, als Sie das erste Mal da waren. Bitte, setzen Sie sich da. Okay. Aber ich befehle Ihnen heute einen Wein, der im Angesicht unseres heiligen Berges gewachsen ist. So. Bitte. Okay. Einen Weißherbst, der seine Farbe vom Widerschein der Abendsonne auf dem Senftis hat. Prost. Prost, mein Buch, das in diesem Augenblick schon durch die Maschinen jagt, heißt... Dreimal dürfen Sie raten. Ich weiß nicht. Sentis. Ach ja? Und gratulieren dürfen Sie mir auch, Herr Gröbel. Es ist ein Meisterwerk geworden. Dieser Weißherbst ist auch eins. Ein Meisterwerk. Kultur und Natur. Aber ich brauche noch 7, noch 8 Tage, Herr Gröbel. Dann kann dem Buch nichts mehr passieren, verstehen Sie? Der Verlag rechnet schon mit dem Manuskript. Das Papier ist eingekauft, die Druckerei steht bereit. Noch 10 Tage, dann bin ich durch. Dann kann sie kommen. Aber keinen Tag vorher, Herr Gröbel, hören Sie, keinen Tag vorher. Ich darf das Schicksal dieses Buches nicht von den Launen eines etwas leichtsinnigen Mädchens abhängig machen. Haben Sie das verstanden, Herr Gröbel? Ja, Herr Doktor, ich glaube, das habe ich verstanden. 200 für jeden Tag, den Sie sich fernhalten, Herr Gröbel. Abgemacht? Abgemacht. Von dem Bild bestelle ich einen Abzug. Ach, Sie Schilder. Bitte, ich kann jetzt nicht. Lassen Sie mich nicht stören. Ich möchte einfach zusehen dürfen. Scheiße. Aus. Ich sehe nichts mehr. Ah, das tut mir jetzt wirklich leid. Ist nicht nötig. Ist auch zu spät. Ab mittags um 1 ist hier das große Licht vorbei. Die Schöpfungsstimmung. Gehen wir zu mir. Na gut. Ja, das ist schön. Der Boden erinnert mich fast ein bisschen an Herrn Färbers Arbeitszimmer in Reutin. Kennen Sie den? Der ist lieb, gell? Der Charme der Ärmlichkeit. Ja, das ist schon Millionär ohne Lampenschirm. Aber der Sentis-Blick ist stark. Ja, fast so schön wie vom bösen Reutin aus. Wie geht's Fritz jetzt? Ja, er arbeitet. Meinst du damit sagen, er schreibt? Ja. Nein. Ja. Das freut mich für ihn. Okay. Ich denke ziemlich oft an ihn, leider. Ich würde mich jetzt am liebsten ins Auto setzen und hinfahren. Ja, natürlich. Nur... Na was? Ja, ich habe den Eindruck, in ein paar Tagen wäre ihm das vielleicht lieber. Er will mich nicht mehr sehen, verstehe ich. Doch, unbedingt. Nur jetzt mitten in der Arbeit, Sie verstehen. Jetzt natürlich nicht. Aber später unbedingt. Ja, in Ordnung. Weil sie mir fehlt. Sie fehlt mir wie nichts sonst auf der Welt. Darum
schreibe ich wieder. Und wenn sie jetzt zurückkommt, wie soll ich dann noch schreiben? Dann schreibe ich doch nicht mehr. Aber ich brauche noch 7, noch 8 Tage, Herr Gröbel. Dann kann dem Buch nichts mehr passieren, verstehen Sie? Der Verlag rechnet schon mit dem Manuskript. Das Papier ist eingekauft, die Druckerei steht bereit. Noch 10 Tage, dann bin ich durch. Dann kann sie kommen. Aber keinen Tag vorher, Herr Gröbel, hören Sie, keinen Tag vorher. Ich darf das Schicksal dieses Buches nicht von den Launen eines etwas leichtsinnigen Mädchens abhängig machen. Haben Sie das verstanden, Herr Gröbel? Ja, Herr Doktor, ich glaube, das habe ich verstanden. 200 für jeden Tag, den Sie sie fernhalten, Herr Gröbel. Abgemacht? Abgemacht. Von dem Bild bestelle ich einen Abzug. Ach, Sie, Schilder. Bitte, ich kann jetzt nicht. Lassen Sie ihn nicht stören. Ich möchte einfach zusehen dürfen. Scheiße. Aus. Ich sehe nichts mehr. Ah, das tut mir jetzt wirklich leid. Wie schick nötig. Ist auch zu spät. Ab mittags um 1 ist hier das große Licht vorbei. Die Schöpfungsstimmung. Gehen wir zu mir. Na gut. Ja, das ist schön. Der Boden erinnert mich fast ein bisschen an Herrn Färbers Arbeitszimmer in Reutin. Kennen Sie den? Der schliebt, gell? Der Charme der Ärmlichkeit. Ja. Das ist schon Millionär ohne Lampenschirm. Aber der Sentis-Blick ist stark. Ja, fast so schön wie vom bösen Reutin aus. Wie geht's Fritz jetzt? Ja, er arbeitet. Meinst du damit sagen, er schreibt? Ja. Nein. Ja. Das freut mich für ihn. Okay. Ich denke ziemlich oft an ihn, leider. Ich würde mich jetzt am liebsten ins Auto setzen und hinfahren. Ja, nachdem auch die dramatische Zeit des Pflanzens und Gießens, die Zeit der Frage, wird alles anwachsen, vorbei ist, alles ist angewachsen. Nachdem also die idyllische Zeit, die Zeit des Wachstums und des Betrachtens des Wachstums begonnen hat. Die Zeit, in der Gertrud wie eine Gattin der Fruchtbarkeit... Moment, Göttin. Eine Göttin der Fruchtbarkeit in ihrem Gärtchen steht... Jetzt darf man sagen, jetzt muss bald etwas passieren. Möglichst etwas Neues. Und siehe da, gestern Abend kam seit langem zum ersten Mal Peter Streich ins Freie. Blass und nicht ganz sicheren Schrittes. Er setzte sich sofort auf die grünglänzende Bank, die jetzt an der südlichen Hauswand steht. Er streckte seine Füße lang aus und zündete sofort eine Zigarette an. Gertrud ließ das Unkraut zupfen und setzte sich neben ihn. Er klopfte ihr auf die Schulter. Offenbar war das Anerkennen gemeint. Sie schmiegte darauf sofort ihren Kopf an ihn. Was sie miteinander redeten, war nicht zu verstehen, da aus dem offenen Fenster der Lärm der Rockmusik dröhnte. Nachdem sie eine Zeit lang miteinander gesprochen hatten, richtete sie sich plötzlich auf und rückte deutlich zur Seite und sah ihn an. Erstaunt, entsetzt, angewidert, sehnsüchtig, alles möglich. Etwas Konflikthaftes wurde spürbar. Es ist Zeit, jetzt wieder einen Besuch bei Gertrud und Herrn Streich zu machen. Es könnte sein, dass genau jetzt der Zeitpunkt einer möglichen und erfolgreichen Einwirkung von außen gekommen ist. Es geschah nämlich noch Folgendes. Kurz nach dem wie Konfrontation oder erotische Provokation aussehenden Blickwechsel auf ging ins Haus und stellte dort die Musik ab. Darauf brüllte er sofort, mach die Musik an. Gleich darauf ging die Musik wieder an. Gertrud kam heraus, brachte eine Flasche Wein und 2 Gläser, setzte sich, schenkte die Gläser voll und trank. Er sah ihr dabei zu. Als sie ihr Glas wieder hinsetzte, trank auch er.
Wie auch immer man das bewerten mag, es tut sich etwas in Oberuldingen. Sag ich ja schon die ganze Zeit, du musst hinfahren, reden mit denen. Was meinst du, bitte? Ich meine dasselbe wie Clara. Mama. Ja, Tassilo? Mama, wir haben weiß Gott andere Probleme. Ich sag ja schon nichts. Einverstanden. Okay. Sprechen Sie mit ihr. Sie finden also auch, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, der günstig sein könnte für eine Einwirkung von außen? Ja. Das ist natürlich ein Risiko. Ja. Das ist es. Entschuldigen Sie, wenn ich mich Ihnen sollte so... Haben in der ersten Stunde. Dadurch habe ich mich praktisch immer weiter hineingeritten. In die Mache. Aber ich habe ja nicht ahnen können, dass der das alles glaubt. Heute weiß ich, diese subtilen Typen, die glauben gar alles, wenn es nur nach Anbetung riecht. Ohne den sehr ähnlichen Peter wäre ich vielleicht nie weggekommen. Und ohne Sie. Ja. Da wäre ich vielleicht wieder hin zu dem aufgeklärtesten Sklavenhalter, der je eine Sklavin hielt. Also, Dankeschön. Vielleicht schicke ich Ihnen mal ein paar Bilder. Mit seligen Unempfindlichkeitsgrimassen drauf. Prost. Ja. Ciao. Gertrud! Gertrud! Oh, ja, ja, ja. Sie haut ab. Geben Sie es zu. Sie haben sie überredet. In seinem Auftrag, Sie. Sie Menschenhändler. Sehr, Herr Streich, sie, mir wäre es sehr viel lieber, Sie wären nicht weggefahren. Das kann ich Ihnen sagen. Wo ist sie hin? Ja, ganz sicher nicht zu Färber. Diese dumme Gans. Diese dumme. Jetzt ist alles umsonst. In ein paar Tagen wäre ich so weit gewesen. Und ich habe mich auf die verlassen. Alles. Alles habe ich abhängig gemacht von ihr. Und die fährt einfach weg. Was mit mir ist, ist ihr Schnurzpiepe. Doch, diese Fähigkeit, nur an sich zu denken, kann einen schaudern machen. Ich habe das Gefühl, sie hat mein Ich mitgenommen. Ich werde hier sitzen und auf die Stelle starren, auf der sie zuletzt gesessen hat. Ja, es war hier. Dass sie das fertig bringt, mich einfach zu verlassen, Herr... Grübel. Herr Grübel, dass sie das fertig bringt, einen Peter Streich zu verlassen. Das begreife ich einfach nicht. Bloß Herr Streich. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, was? Ach, Tassilo. Am liebsten möchte man nicht mehr da sein. Soll ich vielleicht jetzt den Färber anrufen und sagen, Schluss, aus, Amen. Stellen Sie ab sofort tägliche Überweisungen. Hinter weg, Spieglei! Blöde, sehr blöde! Ex-Pilisake verstanden! Unführ! Sie schon, der Herr Grübel, gell? Ja, ja, bitte, nur keine Angst. Du und nix sind ein wenig dabei. Mehmet, Springviehblöd! Hast wieder das Finger auf dort! Lucia, du bist selber eine Riesenblöde! Kommen Sie, Herr Grübel. Wenn Nunzia Ihnen freies Geleit anbietet, haben Sie nichts zu fürchten. Bitte. Vielleicht setzen wir uns besser hinein. Danke. Das Panorama bleibt Ihnen erhalten. Wenn Sie in diesem Haus sehen und es nicht sehen wollen, müssen Sie sich schon auf den Bauch legen und das Gesicht auf den Boden pressen. Aber vielleicht setzen Sie sich deshalb besser. Danke. Zeigen Sie auch die Flasche, aus der ich Ihnen etwas einschenken darf. Na ja, da. Gin. Ja, bitte. Und Tonic. Na schön. Da schließe ich mich an.
Also, passen Sie auf. Sie sitzen gut, ja? Gut, sehr gut, danke. Ich habe noch nie mit einem Privatdetektiv zu tun gehabt. Ich finde es ärgerlich, dass ich jetzt mit einem zu tun haben muss. Dass es sie gibt, weiß ich von Frau von Mufflings. Sie wissen, die manchmal nach langen Augen kommt. Ja, ja. Sie hat geschwärmt von Ihnen. Ich musste ihr versprechen, in meine Telefonnotizen unter P das Wort Privatdetektiv und ihre Telefonnummer zu schreiben. Ach, das hätte ich vielleicht längst vergessen, wenn sie mir das nicht in Manhattan gesagt hätte. Ja, das glaube ich. So. Ich beginne mit dem Sommer vor 7 Jahren, als mein letztes Buch erschien. Zikkurat. Seitdem ist ja nichts mehr erschienen. 7 Jahre, Herr, richtig. Mein Namensgedächtnis war nie sehr gut. Das ist eines der wenigen Dinge, die bei mir nicht vom Älterwerden kommen. 7 Jahre kein Buch, Herr Grübel. Das ist eine lange Zeit für einen Schriftsteller in meinem Alter. Die Abstände von Buch zu Buch werden nämlich immer größer. Ich sehe voraus, dass ich das nächste Buch einmal nicht mehr erreichen werde. Ja, keine Sorge, dass ich nur von meinem Alter sprechen werde. Ich weiß, wie lächerlich es ist, wenn ein Alter nur von seinem Alter spricht. Also, vor 7, wenn Sie indiskret wären, schmerzte es mich. Ich bin's nicht, Fritz. Ich bin's wirklich nicht. Aber dass ich in Ihrem Arbeitskäfig einen Mann namens Tassilo S. Grübel begegne... Wahrscheinlich wissen Sie nicht einmal, dass sich hinter dem S ein Sokrates verbirgt. Also Tassilo Sokrates Grübel bei Fritz Färber. Darf man da stürzen? Man darf nicht. Gut. Ich werde ihn sofort als das nehmen, was er wahrscheinlich schon ist. Als Ihre Figur. Herr Grübel, ich verspreche Ihnen, ich habe Sie hier nie gesehen. Für mich sind Sie nicht vorhanden. Für mich sind Sie eine Fritz Färber Figur. Wann kommt das Buch heraus, Fritz? Wie heißt es? Wie? Moment, Scho. Herr Grübel, Sie wollen ja heute noch nach Oberuldingen. Ja, ja, ich muss mich verabschieden. Ich habe wirklich noch was zu tun. Ja, Sie können ja nicht den ganzen Tag vor denen stehen, nicht wahr? Also, was wünscht man in Ihrem Gewerbe? Halali oder Eis und Wein? Grüß Gott. Auf Wiedersehen, Herr Grübel. Auf Wiedersehen. Hinter Ihnen hergefahren. Ja, ich dachte mir, so weiß Gott, welcher Verruchtheit Sie unterwegs sind. Da Sie aber offenbar in die Kirche wollen, folge ich Ihnen nicht weiter. Sie können ruhig mitkommen, ich gehe zum Beten rein. Ach ja, mein Gott, Sie sind eine Fotografin, Entschuldigung. Ich denke schon, seit Sie abgebogen sind, will die tatsächlich in die Kirche. Am hellen Werktag. Und sowas will Detektiv sein. Ich schäme mich, Frau Hotz. Also rein menschlich finde ich das sympathisch, dass Sie denkt an die Gang zum Beten. Nein. Ich glaube, das stammt von mir aus Kindheitstagen. Dass jemand zu was anderem als zum Beten in die Kirche geht, das fällt mir doch gar nicht ein. Obwohl diese Bernau-Kirche doch aussieht, als könnte man alles eher darin tun, als beten. Wieso, wie meinen Sie das, Frau Hotz? Wie verrückt. Ich bin jeden Tag in dieser Kirche. Stundenlang. Hab mein Leben lang noch keine Kirche fotografiert. Engel, Heilige, sowas habe ich nicht mehr angeschaut. Mindestens seit meinem 12. Lebensjahr. Ich habe nur Menschen fotografiert. Wie süchtig. Und jetzt? Auf einmal merke ich, dass ich keinen Menschen mehr fotografieren möchte. Da sein. Soll ich vielleicht jetzt den Färber anrufen und sagen, Schluss, aus, Amen. Stellen Sie ab sofort die Überweisung ein. Da wäre ich doch blöd, Mama.
Ja, vor allem in der Schlussphase seiner Arbeit könnte ihn die Nachricht, dass Gertrud für ihn verloren ist, so treffen, dass er jetzt noch aufgeben müsste. Genau. Also rührst du dich einfach nicht mehr. 7 Tage lang. Und am 8. Tag fährst du hin, prüfst, ob er fertig ist. Ist er fertig? Sagst du, sie ist leider verschwunden. Das Leid, das er so erfährt, wird ihn noch mehr reifen und läutern. Und du, mein Junge, hast das volle Honorar, das dir zusteht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ruhe, bitte. Ah, jetzt wohl so verrucht. Vier Kerblöde. Ah, ist der Herr grübelnde Herr. Richtig. Gell? Sie haben alle gutes Gedächtnis nun zu. Ah, bloß Leid, wo ich mag. André gleich vergessen, gell? Kommen Sie. Herr Dottore wartet schon. Ah, ich glücklich, Herr Dottore, wie junger Hund so glücklich. Herr Grübel, kommen Sie, kommen Sie. Gott, Herr Doktor, danke. Gin und Tonic haben Sie getrunken, als Sie das erste Mal da waren. Bitte, setzen Sie sich da. Danke. Aber ich befehle Ihnen heute einen Wein, der im Angesicht unseres heiligen Berges gewachsen ist. So. Bitte. Okay. Einen Weißherbst, der seine Farbe vom Widerschein der Abendsonne auf dem Senftis hat. Prost. Mein Buch, das in diesem Augenblick schon durch die Maschinen jagt, heißt... Dreimal dürfen Sie raten. Ich weiß nicht. Sentis. Ach ja? Und gratulieren dürfen Sie mir auch, Herr Gröbel. Es ist ein Meisterwerk geworden, dieser Weißherbst. Ich will ja nicht wissen, dass ich aus Bösenreuthin bin. Kennen Sie Bösenreuthin? Ich sage, dass ich es nicht kenne. Naja, kann man nichts machen. Sie sind halt nicht von hier. Bösenreuthin liegt gleich hinter Lindau droben. Es liegt schön, Herr Doktor. Plötzlich rief sie. Ha, genau. Immer nur der Alte. Von Bösenreuthin aus hat man doch mehr seine Morgenseite. Sie sehen ihn ja hier schon fast zentral. Den Sentis meine ich. Haben Sie es auch schon bemerkt, dass er keine Stunde lang gleich weit weg ist? Das Wetter schiebt ihn ja ununterbrochen weg und her und wieder weg, den Koloss. Manchmal löst er sich doch wirklich auf im Ferndunst. Und dann, plötzlich steht er wieder dunstlos, direkt und nackt vorm Fenster. Als wäre überhaupt kein Bodensee dazwischen. Bei Föhn, meinen Sie? Bei Föhn, meinen Sie? Sagte ich, um auch etwas kenntnishaft zu verraten. Bei Föhn. Bei Föhn ist mein Vater stundenlang durch Haus und Hof gerannt, immer mit derselben Zeile. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Wem der Föhn was ausmacht, der lebt falsch, hat mein Vater gesagt. Macht Ihnen der Föhn was aus? Er bringt mich schier um. Dann leben Sie falsch. Ihr. Ihr tragen auch nicht. Kriegst sofort Migräne. Später sagte sie einmal... Der Sentis habe ich von Anfang an gezeigt. Jeder steht allein. Naja. Das war sehr viel später. Jetzt setzte sie mich zuerst an den Terrassenrand. Dann ging es los. Erstaunlich, was das Seelicht aus Ihrem Gesicht macht. Sind Sie deshalb hierher gezogen? Verstehen Sie, Herr Doktor,
Der Wind raut die Oberfläche des Sees auf, vervielfacht dadurch die Wasseroberfläche. Und diese unendlich vielfältige Wasseroberfläche macht aus dem Sonnenlicht das radikalste Licht überhaupt. Grünes Feuer. Entweder zermatscht es ein Gesicht, oder es zündet ein Gesicht an, dass es herauskommt, dass es erscheint. Verstehen Sie? Und es Ihre, Herr Doktor, kommt heraus. Es erscheint. Wahnsinnig, wie Ihr Gesicht herauskommt. Diesem sprühenden, grünfeurigen Licht. So redete sie. Ich dachte, du bist zwar schon ein bisschen raffinierter als deine Vorgänger und Vorgängerinnen. Der rote Porsche vor diesem Jammerhäuschen sieht aus, als sei die Gegenwart zu Besuch bei der Vergangenheit. Jetzt werden in unserem kleinen alten Bauernhaus zum ersten Mal an diesem Tag die Vorhänge aufgezogen, die Fenster nach Süden werden geöffnet. Ein junger Mann mit Bärtchen, zweifellos Peter Streich, und ein Mädchen, wahrscheinlich Gertrud Hotz, lehnen sich, weil es das Fenster nicht anders zulässt, mehr übereinander als nebeneinander heraus und lassen sich die Abendsonne zugutekommen. Sie liegt ihm unterm Arm. Plötzlich macht sie eine jähe Bewegung. Sie streckt die Hand aus. Offenbar zeigt sie dem jungen Mann etwas. Er folgt ihrer zeigenden Hand. Beide schauen hinüber in das weit nach Westen ausschwingende Sentis-Massiv, das jetzt im Licht der Abendsonne aussieht, als glühe es. Sie redet eine Zeit lang ganz leidenschaftlich, offenbar über den Sentis. Dann schweigen beide. Sie sehen jetzt aus wie zusammengeschmolzen und, Komma, vielleicht dank des Abendsonnenscheins, Komma, etwas indianisch. Punkt. Was meinst du, Mama? Du meinst, dass er das alles so wissen will. Ich will alles wissen, hat er gesagt. Verstehen Sie, Herr Grübel? Alles. Auch das, was für Sie nebensächlich erscheinen könnte. Ja, dann natürlich. Dann will er's ja so. Gut, dann bringe ich's ihm. Ist es nicht schrecklich, dass er schon wieder so leiden muss? Heut Hudler, wenn am Sterben geht, gell? Ah, ist der Herr Grübel. Sag nun, Sie ja. Aber wenn ich den Doktor schwätzen werde, ist nicht da. Ach, ist in sein Arbeitszimmer im Reiting, ah, Herr Doktor. Moment, ich gebe an. Ja, so, wie werden Sie? Dr. Färber. Ach so, ja, da müssen Sie ganz lauf, der hat seit auch beschlagen am Dach. Danke. Bitte. Ich habe in den 7 Jahren jede Silbe, die ich am ersten Tag herausstieß, 100-fach mit Wirklichkeit bezahlen müssen. Ich wollte ja nicht gelogen haben in der ersten Stunde. Dadurch habe ich mich praktisch immer weiter hineingeritten. In die Mache. Aber ich habe ja nicht ahnen können, dass der das alles glaubt. Heute weiß ich, diese subtilen Typen, die glauben gar alles, wenn es nur nach Anbetung riecht. Ohne den sehr ähnlichen Peter wäre ich vielleicht nie weggekommen. Und ohne Sie. Ja. Da wäre ich vielleicht wieder hin zu dem aufgeklärtesten Sklavenhalter, der je eine Sklavin hielt. Also, Dankeschön. Vielleicht schicke ich Ihnen mal ein paar Bilder. Mit seligen Unempfindlichkeitsgrimassen drauf. Prost. Ja. Ciao. Thank you.
Sie haut ab. Geben Sie es zu. Sie haben sie überredet. In seinem Auftrag, Sie... Sie Menschenhändler! Herr Streich, mir wäre es sehr viel lieber, Sie wäre nicht weggefahren, das kann ich Ihnen sagen. Wo ist sie hin? Ja, ganz sicher nicht zu Färber. Diese dumme Gans, diese dumme. Jetzt ist alles umsonst. In ein paar Tagen wäre ich soweit gewesen. Und ich habe mich auf die verlassen. Alles habe ich abhängig gemacht von ihr. Und die fährt einfach weg. Was mit mir ist ihr Schnurzpiepe. Oh, diese Fähigkeit, nur an sich zu denken, kann einen Schaudern machen. Ich habe das Gefühl, sie hat mein Ich mitgenommen. Ich werde hier sitzen und auf die Stelle starren, auf der sie zuletzt gesessen hat. Ja, es war hier. Dass sie das fertig bringt, mich einfach zu verlassen, Herr... Grübel. Herr Grübel, dass sie das fertig bringt, einen Peter Streich zu verlassen. Das begreife ich einfach nicht. Ja, bloß der Streich. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, was? Ach, das Haus und Hof gerannt, immer mit derselben Zeile. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Im Augenblick möchte ich nicht sterben. Wem der Föhn was ausmacht, der lebt falsch, hat mein Vater gesagt. Macht Ihnen der Föhn was aus? Er bringt mich schier um. Dann leben Sie falsch. Ihr. Ihr tragen auch nicht. Kriegst sofort Migräne. Später sagte sie einmal... Der Sentis habe ich von Anfang an gezeigt. Jeder steht allein. Naja. Das war sehr viel später. Jetzt setzte sie mich zuerst an den Terrassenrand. Dann ging es los. Erstaunlich, was das Seelicht aus Ihrem Gesicht macht. Sind Sie deshalb hierher gezogen? Verstehen Sie, Herr Doktor, der Wind raut die Oberfläche des Sees auf, vervielfacht dadurch die Wasseroberfläche. Und diese unendlich vielfältige Wasseroberfläche macht aus dem Sonnenlicht das radikalste Licht überhaupt. Grünes Feuer. Entweder zermatscht es ein Gesicht, oder es zündet ein Gesicht an, dass es herauskommt, dass es erscheint. Verstehen Sie? Und es Ihre, Herr Doktor, kommt heraus. Es erscheint. Wahnsinnig, wie Ihr Gesicht herauskommt. Diesem sprühenden, grünfeurigen Licht. So redete sie. Ich dachte, du bist zwar schon ein bisschen raffinierter als deine Vorgänger und Vorgängerinnen, aber bei mir bist du einfach an der falschen Adresse mit deinem Sentis bla bla und Licht bla bla bla. Ich sagte... Solange Sie glauben, ich lasse mich fotografieren, könne es zwischen uns nur zu Missverständnissen kommen. Sie stand vor mir, ließ sich plötzlich auf die Knie nieder und legte ihre Hände flach auf ihre Oberschenkel. Jetzt studierte sie mich überhaupt nicht mehr. Die Augen waren plötzlich ganz rund, ganz groß. Sie haben recht. Ich könnte sie gar nicht fotografieren. Dabei habe ich mir so gewünscht. Ich habe fast nur schlechte Fotos von Ihnen gesehen. Von Ihnen gibt es praktisch nur miserable Fotos. Das wissen Sie ja selber. Sie gehören wirklich mal fotografiert, nicht nur geknipst. Deshalb war ich froh, als die mich anriefen. Aber jetzt? Um nichts in der Welt würde ich Sie jetzt noch fotografieren. Die könnten mir 9.000 Mark bieten, Herr Doktor. Ich würde es nicht tun. Ich würde es einfach nicht wagen. Ich hätte Angst. Mein Gott, hatte ich eine Angst. Für die Quersumme der beiden jüngeren Frauen. Tassilo, ich hoffe nur, du musst es nie büßen, dass du dem Leiden so hochmütig und so ablehnend begegnest. Herr Färber ist ein großer Leidender, Tassilo. Darum ruft er mich, Mama. Bitte, Tassilo, nicht so leichtfertig. Nicht dieser oberflächliche Ton.
wenn du Fritz Färber auch nur im Geringsten helfen könntest. Mein Gott, Junge. Das würde mich zum ersten Mal mit der unangenehmen Tätigkeit, der du jetzt nachgehst, versöhnen. Steh gleich, blöde Sache, blöde. Ich spiele die Sache verstanden. Und hier. Sieh schon, der Herr Grübel, gell? Ja, ja. Ja, bitte, nur keine Angst. Du und nix wieder, wenn ich dabei. Mehmet, Fritz, wie blöd. Hast wieder Zwinger auf dort. Nutzia, du bist selber eine riesige Blöde. Kommen Sie, Herr Grübel. Wenn Nutzia Ihnen freies Geleit anbietet, haben Sie nichts zu fürchten. Bitte. Vielleicht setzen wir uns besser hinein. Danke. Das Panorama bleibt Ihnen erhalten. Wenn Sie in diesem Haus sehen und sind, es nicht sehen wollen, müssen Sie sich schon auf den Bauch legen und das Gesicht auf den Boden pressen. Aber vielleicht setzen Sie sich deshalb besser. Danke. Zeigen Sie auch die Flasche, aus der ich Ihnen etwas einschenken darf. Na ja, da. Gin. Ja, bitte. Und Tonic. Na schön. Da schließe ich mich an. Also, passen Sie auf. Sie sitzen gut, ja? Gut, sehr gut, danke. Ich habe noch nie mit einem Privatdetektiv zu tun gehabt. Ich finde es ärgerlich, dass ich jetzt mit einem zu tun haben muss. Dass es sie gibt, weiß ich von Frau von Nufflings. Sie wissen, die manchmal nach langen Augen kommt. Ja, ja. Sie hat geschwärmt von Ihnen. Ich musste ihr versprechen, in meine Telefonnotizen unter P das Wort Privatdetektiv und ihre Telefonnummer zu schreiben. Ach, das hätte ich vielleicht längst vergessen, wenn sie mir das nicht in Manhattan gesagt hätte. Ja, das ist klar. So. Ich beginne mit dem Sommer vor 7 Jahren, als mein letztes Buch erschien. Zikkurat. Goldmann Primo. Der Autor hat diesem Hörspiel folgendes Vorwort vorangestellt. In der letzten Szene des Hörspiels kommt eine Buchkritik vor, die ich in der kritischen Schreibart wenig erfahren, ohne Anleihen bei bekanntesten Kritikern nicht hätte schreiben können. Für diese Anleihen bin ich den Kollegen Kritikern zu herzlichem Dank verpflichtet. Gesagt, Mutter. Mutter? Nenn mich doch auch gleich Clara, wie deine Frau. Ach, Mama. Es war dein Wunsch, dein Befehl war es, dass Bitte dich weder Mutter noch Mama nennen darf. Was bleibt dir denn da anders über als Clara? Könnte ja Frau Grübel sagen. Sie ist Amerikanerin, Mama. Wem sagst du das? Könnte sie diese Gitarrenstunden nicht oben geben? Wo denn, im Schlafzimmer? Nein, in der Halle. Du meinst im Treppenhaus. Abgesehen davon, dass das im Winter zu kalt wird. Dass die im Winter noch Gitarre gibt, glaubst du doch wohl selber nicht. Bitte sag mir, ist sie bei irgendetwas, was sie angefangen hat, geblieben? Bei mir? Kunststück. So einen findet sie auch nicht mehr. Zurzeit leben wir von dem, was sie verdient, Mama. Nein. Ja? Nein, dann nimm das zurück. Psst. Mama, wir stören den Unterricht. Büro für Auskunft und Wissen Friedrichshafen. Hier spricht Fritz Färber. Guten Tag, Herr Doktor. Sie möchten sicher Herrn Grübel persönlich sprechen. Zufällig ist er da. Und wenn Sie es ihm nicht verraten, Herr Doktor.
Doktor. Ich weiß, dass er ein großer Verehrer ist von Ihnen. Moment, ich verbinde. Färber. Wer ist denn das? Mein Gott, Tassilo, der Schriftsteller. Kenne ich nicht. Herr Dr. Färber, sind Sie es wirklich selbst? Ja. Spreche ich mit Herrn Grübel? Ja. Ich muss Sie um Ihren Besuch bitten. Ja, wann würden das am besten passen, Herr Doktor? Oh, da muss ich doch zuerst meine Sekretärin fragen. Moment bitte. Clara? Ist heute noch was? 18.30 Uhr, Rock. 18.30 Uhr!